So, heute ist Dienstag, der 1. Juni 2021, 6.51 Uhr, live aus dem Stasi-Kaff 3754 Einbeck, für diejenigen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Adrian Lachstetter, das ist mein bürgerlicher Name, beziehungsweise mit dieser Satanistenfamilie will ich nichts zu tun haben. Deswegen nenne ich mich überall Adrian aus der Familie Milosevic, weil ich auch mit der Person, die dem Vatikan gehört, nichts mehr zu tun haben will, die sich unter See- und Handelsrecht befindet. Genau, kurz zu meiner Person, diesmal wirklich ganz kurz. Ich bin Stasi-Zersetzungsopfer, MK-Ultra, Projekt Monarch Beta. Mir hat nur mein ganzes Leben zerstört, damit ich diesen satanistischen Kindershexhandelsring hier in Einbeck nicht aufdecken kann, an dem auch mein Großvater und Thomas Römermann beteiligt sind, an dem die Psychiatrien beteiligt sind, an dem, Personen mit Rang und Namen beteiligt sind, hier in Einbeck und Umgebung. Genau. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, ob irgendwie, das habe ich irgendwie erst gestern gelesen, dass es manchmal sogar Fälle gibt, wo Frauen gar nicht wissen, bis zu ihrem Tod, dass ihr Ehemann irgendwie bei den Freimaurern war. Das heißt also, das Gleiche, sowas Ähnliches betrifft mich. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, ob mein Großvater irgendwie bei den Freimaurern ist. Ich gehe aber stark davon aus, oder ob halt auch noch ein Templer ist oder auch noch Rosenkreuzer oder Illuminat. Jetzt lacht nicht, diesen Orden gab es und den gibt es auch immer noch. Genau. Beziehungsweise, oder halt, ob meine narzisstische Erzeugerin da noch eine Freimaurerin ist. Das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Deswegen, das wollte ich nur mal kurz so erwähnen, weil, meine Erzeugerin ist eine narzisstische Bitch. Die hat mir schon mal vor zwei Jahren oder so Andeutungen in die Richtung gegeben. Dass sie wohl... Naja, ist auch egal, auf jeden Fall. So, das wollte ich auf jeden Fall nur nochmal einwerfen. Wobei, du kannst ja natürlich auch Freimaurer und Rosenkreuzer sein, Freimaurer und Jesuit, Freimaurer und Templer. Es kommt ja dasselbe dabei raus. Es sind alles satanistische Kinderpopper, Kinderfresser und Kinderschänder und Leute, die Kinder anpinkeln und essen und in Pisse kochen und essen. Und zumindest läuft es irgendwann dabei darauf hinaus. So, das sind dann die Kontrollakten, das wird dann alles gefilmt und so halten die halt alle zusammen und alle die Fresse vor allen Dingen. Und dann geht man halt über Leichen, über Leute wie mich. Ja, und deswegen, ich mache da nicht mit, mir ist das zu krank. Ich will von dieser... nix. Ja, aktuell bin ich übrigens wohnhaft auf der Gleiwitzer Straße 9, ist ja auch alles offen. Wie gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Geboren bin ich am 20.12.2002, beziehungsweise 2000. Das weiß ich bis heute noch nicht, ob ich jetzt ein 18 bin oder 21. Hey, nur komm mal hier, komm jetzt hier, komm in die Gänge jetzt. So. Entschuldigung, das tut mir leid. Ihr könnt nicht die anderen Teilnehmer im Straßenverkehr behindern, das geht nicht. Entschuldigung. Naja. So, das wollte ich auf jeden Fall nur einwerfen. So viel halt zu meiner Person, beziehungsweise Persönlichkeit, beziehungsweise zu mir als Mensch, besser gesagt. Genau, ich weiß bis heute nicht, wie alt ich bin jetzt. Man hat mir jetzt in der Psychiatrie, was ja Nazi-Todeslager sind, Dr. Kessenhorn hat es ja aufgeklärt, es würde keiner mehr mitmachen, ne, bei so einem Auschwitz 2.0, deswegen ist halt alles getarnt unter diesem, ist einfach nur Auschwitz rebranded unter einem anderen Namen. Nichts anderes ist das. Es gibt keine psychische Krankheit. Das sind alles die Geheimdienste mit elektromagnetischen Waffen, Mikrowellen, Stasi-Zersetzung. Depression gibt es, ja. Warum wird man depressiv? Weil man in so einer kaputten, von Freimaurern regierten Welt lebt. Ist ja auch kein Wunder. Also alles geht irgendwie auf das System zurück. So. Guckt mal das Video auch auf diesem Kanal hier. Psychiatrien sind Nazi-Todeslager von Dr. Catherine Horton. Internationale Staatskriminalität auch von Dr. Catherine Horton. Also K-A-T-H-E-R-I-N-E. Catherine H-O-R-T-O
N. Für diejenigen, die nicht wissen, wie man das schreibt, weil sie halt im Englischen nicht so sind. Oder halt Geheimdienstkriminalität, Dr. Catherine Horton. So. Genau, ich kämpfe dafür, dass dieser ganze Sumpf endlich aufgedeckt wird, mit aller Kraft. Das Einzige, was mir noch bleibt, sind diese YouTube-Videos. Und genau. Wie gesagt, das Video wird auch nicht so lang gehen. Diesmal wirklich nicht. Weil mir auch wirklich erstens der Akku reicht nicht. Zweitens bleibt mir die Zeit nicht. Genau. Genau. Zweitens bleibt mir die Zeit nicht. Weil ich heute noch Termine beim Arbeitsamt habe. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht, ich muss mich da nochmal melden. Ich habe auf jeden Fall, ich bemühe mich um eine eigene Wohnung. Das Jugendamt hat mir so ein Schreiben jetzt zugestellt, dass das zu Hause nicht mehr möglich ist mit meiner narzisstischen Erzeugerin. Endlich, es ist in Arbeit. Dieser Weg wird steinig und schwer, Xavier Naidoo. Dieser Weg wird steinig und schwer. Dieser Weg, ich sehe es lieber nicht, da gibt's doch Copyrights, hier GEMA oder so eine Scheiße. Tatsächlich sogar. Wer weiß, so krank ist YouTube leider schon. Hendo, kommst du in den Gang hier? Gut, gehen wir mal hier lang. So. Ich dachte, ich verbinde das jetzt noch. Mein Stiefvater hat mich gefragt, ob ich mit Hendo gehen kann. Ich habe gesagt, ja gut, machen wir so. Genau. Ja, mir hatte man auch schon, wie gesagt, ich werde die Patente und das Projekt Monarch alles nochmal in die Beschreibung packen. Ansonsten durchstöbert einfach mal diesen Kanal hier. Und ich will auch gar nicht so lange um heißen Brei rumreden. Ja, mir hatte man auch über Voice to Skull, also Synthetik-Telepathie, gesagt, es könnte wohl heute alles schon vorbei sein, beziehungsweise hat man mir das gestern und vorgestern und vorvorgestern gesagt. Heute um 0.00 Uhr, also mit Tagesbeginn, wollte man das wohl einstellen, die sexuelle Stimulation jeden Tag bis zum Orgasmus mit technischen Mitteln, die Gedankeneinsendungen und alles. Ja, bis jetzt merke ich nicht, wieder nicht gehalten, wieder gelogen. Ja, deswegen, es ist einfach nur krank. Dieses System ist zur Zeit, dass es gestoppt wird. Es ist zur Zeit, dass die Verbrecher und die Rechenschaften zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, dass endlich diese ganze geheime Militärtechnologie, die Militärwaffen, die in den 60er, 70ern, ja und auch schon davor, seit den 1920ern, werden elektromagnetische Waffen übrigens entwickelt. Das könnt ihr mir glauben, es ist so. Weltweit. Es gibt keinen Feind im Äußeren. Es gibt nur einen Feind im Inneren. Das sind die Freimaurer und die Geheimgesellschaften. Ne? Auch Hitler war Mitglied, er war Freimaurer, Satanist, 33 Grad Freimaurer, Pädophil, Kinderficker. So, wissen die wenigsten. Man kann es auch eigentlich schon sehen, muss einfach nur die Augen aufmachen. Die Zeichen und die Symbole verraten die. Die SS, die hatten so einen Totenschädel. Skull and Bones, was ist denn das? Gib doch mal ein Skull and Bones. Das ist eine Geheimgesellschaft. So. Ne? Ne? Ne, Mister? Mister? Mister Wauzi Loot? Er ist alt, kann nicht mehr so schnell. Genau. Also war Mitglied. Es liegt auch auf der Hand. Ihr müsst mal eingeben bei Google, bei YouTube, sei schon bei Google. Morals and Dogma, Albert Pike.
Das ist quasi der Masterplan der Freimaurer für ihre neue Weltordnung. Alle haben sie mitgearbeitet. Auch Ayatollah Ali Khamenei, der arbeitet da unten mit im Iran. Ne, die arbeiten halt alle auf ihre eine Weltordnung hin. Eine Weltregierung, 500 Millionen Leute, alle gechippt, Gehirn kontrolliert, mit Teslas Neuralink. Die arbeiten alle auf das Gleiche hinaus. Und letztendlich wollen die dann einen globalen, totalitären Polizeistaat, wo ein paar Reiche machen gar nichts, die sitzen ganz oben. Und da arbeitet man jetzt seit mindestens 200 Jahren drauf hin. Und ich kämpfe alleine seit 21 Jahren, Fragezeichen, da jetzt gegen an. Also seit meiner Geburt halt, weil das halt einfach krank ist und falsch. Und bei mir halt einfach das gute Herz gesiegt hat, statt irgendwelche Koffer mit Bargeld vom Iran oder sonst was. Ne? So viel mal dazu, wenn alle so wären wie ich und dann vielleicht auch diese großen Bestechungssummen in Höhe von 100 Millionen ablehnen würden, dann wären wir hier gar nicht so weit. Aber so. Falsche Richtung, Hendo. Sind wir zurück da? Irgendwie vielleicht? Heute noch? Gut. Ah, du machst das schon. Ist alt genug. Ist alt genug, der Mann. Ich weiß, was er macht. Vollstes Vertrauen. So. So, auf jeden Fall, ja. Jetzt sind wir hier, ich drehe die Videos in der Hoffnung halt, meine Hoffnung ist halt, dass ich noch irgendwie Leute mitreißen kann in diesen Kampf. Wo waren wir? 500 Millionen Leute, alle Gehirn gechippt, also halt dieses totale George Orwell-Plan, die halt global, wie gesagt, 500 Millionen gute Sklaven, die Arbeit machen, Häuser bauen, was weiß ich, ein paar Reiche, George Soros, Rothschild, Rockefeller, ich hätte mit da oben sein können, die machen gar nichts. Geben halt die Befehle, steuern halt alles. Und das war's. Das war's gewesen. Genau. Ja, und ich finde, das ist einfach nur krank. Und Nummer zwei ist, nach all dem, was die mir angetan haben, die Freimaurer, mich haben sie mich genauso kaputt gemacht und zerstört, habe ich mir so gedacht, nee, weißt du was, ihr kriegt eine Retourkutsche jetzt. Mich hat man nicht in Projekt Monarch zu stecken, mich hat man nicht zu provozieren, mich hat man nicht in irgendwelche Klapsmühlenanstalten mit irgendwelchen Ballonköpfen zusammenzusperren. Mich hat man nicht künstlich geistig behindert zu machen mit elektromagnetischen Waffen und so einer Scheiße. Und vor allem, was man mir auch alles angehängt hat, damit ich das nicht aufdecken kann, diesen Kinderschänderring. Hier mit Thomas Römermann, mit der Römermann-Familie, mit der Rosenberg-Familie, die auch schon hinter Hitler war. Schrägstrich Binnewies. Boah, wie ich diese Familien hasse. Rosenberg, Binnewies, Römermann, Reichelt. Ich sag jetzt auch die ganzen Namen, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Reichelt, Lachstädter. Oh, meine Familie natürlich auch. Und wie gesagt, wie ihr das erkennen könnt, ganz einfach. Ihr müsst einfach nur mal gucken, je mehr die Leute haben in dieser Welt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in irgendeiner Kriminalgesellschaft oder beziehungsweise Geheimgesellschaft sind. Weil man kommt hier nicht weiter, vergesst das, was ihr in den Medien hört und auf YouTube irgendwelche Milliardäre, die sagen, ich habe einen Tipp für euch, hier dann Pena oder so eine Scheiße. Hier, ihr müsst nur ganz fest an euch glauben. Und ganz fest euren Schwanz in die Hand nehmen und an euch glauben und einen wichsen, ja, und dann wird, nein, es geht nicht. Das ist alles nur Beschäftigungstherapie. Ihr könnt nichts werden, schon gar kein Milliardär, ohne irgendwie anzugehören einer dieser Geheimgesellschaften. Beziehungsweise Kriminalgesellschaften. Oder halt für den Geheimdienst zu arbeiten. Und das ist halt auch, das passt nicht mit meinem inneren Wertekonzept zusammen. Ich bin der Meinung, jeder sollte alles erreichen können und deswegen müssen auch diese Scheiße weg. Das ist wirklich jeder Milliardär. Also ich bin für einen wahren Kapitalismus. Ja, schließt dich aus. Ja, du bist ja Anarchist. Ja, ich bin Anarcho-Kapitalist. Das geht, das gibt's. Könnt ihr eingeben. Anarcho-Kapitalist. Also ich bin Anarcho-Kapitalist und Öko-Kapitalist. Ich bin für einen wahren, ungebundenen Kapitalismus. Ohne irgendwelche Geheimgesellschaften oder Staaten oder sonstige Sachen, die den regulieren.
Hört sich erstmal crazy an, aber es ist überhaupt nicht crazy. Und wir brauchen halt auch irgendwie eine Währung, die goldgedeckt ist. Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie. Genau. Das ist das einzig wahre System. Anarcho-Kapitalismus. Könnt ihr eingehen. So. In so einem System wäre das nämlich alles hier nicht möglich. Ist ein Hase da hinten oder ein Hund? Ich sehe das gerade nicht. Da hoppelt nur irgendwas. Ihr seht es wahrscheinlich jetzt nicht auf dem Video. Er ist ein Hase. So. Das kann ja sein, dass da irgendein Besitzer mit seinem Wauzi, so einem kleinen Wauzi, lang gegangen ist. Ne? Großer Wauzi, kleiner Wauzi. Ja. Naja. Genau. So, und das ist halt, dafür kämpfe ich halt bis zum Umfallen. Was anderes ist, es bleibt mir auch gar nicht übrig, weil ich ja alles verloren habe, dank diesem Kartell, weil ich mich gegen diesen Mist ausgesprochen habe. Also, wie gesagt, ich hätte so vieles werden können hier. One World Präsident, 500 Millionen Euro im Irak vom Iran für meinen Hezbollah-Ableger hier. Aber die können sich das alles in die Haare schmieren und der Ayatollah hat natürlich genauso sein Land zu da unten. Wegen Corona, wegen dieser nicht existierenden Scheiße, wegen dieser Grippe. Ja. Und deswegen, er soll sein Land aufmachen und nicht hier in Einbeck irgendwie am Gangstalken sein oder seine Doppelgänger oder was. Keine Ahnung. Soll mal, kann ruhig im Iran bleiben da. So. So viel dazu. Ja, also ich habe hier auch schon, ich glaube, wahrscheinlich waren es Doppelgänger vom Geheimdienst. Auf jeden Fall war hier schon mal jemand, ich glaube, es war aber der echte, aber ich weiß es nicht. Habe ich auch schon gesehen, den Ayatollah Sajid Ali Khamenei. So, genau wie ich Qasem Soleimani hier auch schon gesehen habe. Ja, wie gesagt, das ist ein richtig krankes Kartell. Das ist wie eine Mafia operieren, die halt alle. Ich meine sogar meinen verstorbenen Großvater. Also ich habe ja, jeder hat ja zwei mindestens oder halt auch je nachdem wie viele halt noch leben, mehrere Großeltern. Hey, nur komm mal hier, kommt ein Fahrradfahrer. Ne, musst du hier? Gut. Super. Nee, also wie gesagt, jeder hat ja mehrere Großeltern. Ich glaube sogar, dass mein anderer Großvater noch lebt. Den habe ich nicht. Mir wurde gesagt, der ist irgendwie gestorben, aber ich habe den hier auch schon in Einbeck dann gesehen, ein paar Wochen später. Also ich glaube, ihn gesehen zu haben vom Kaufland. Also was man mit mir hier für eine kranke Scheiße abzieht, das ist halt diese Freimaurer-Psychospielchen. Ja, mir wurde über Voice to Sky gesagt, er würde wohl zum serbischen Geheimdienst gehören, er musste irgendwie abtauchen und ach, keine Ahnung. Ja, würde allerdings so Sinn machen, dass das so ein Mehrgenerationentrauma basiertes Mind-Control-Programm ist, wo auch mein Vater mit drin ist. Also es ist kranke Scheiße, was hier läuft. Aber ich war mir nicht sicher, ob er das war. Aber so eine Scheiße macht er mit mir hier, Alter. Voll krank. So. Naja. Voll crazy. Voll kratzi, Alter. Crazy. Crazy. Crazy shit. Crazy shit. Crazy. Ja, wie gesagt, ich erwarte von niemandem, dass ihr mir das glaubt. Müsst ihr nicht, ist die Wahrheit. Ich erwarte das nicht. Ich sage nur so, wie es ist. Macht was mit der Information. Ich versuche euch nur einen Einblick zu geben. So wie halt die Welt wirklich funktioniert. Wer im Hintergrund, ihr könnt mir eigentlich dankbar sein, wer die wirklich die Strippen zieht, wie das wirklich läuft. Und ihr könnt es vergessen. Alle Leute, die Milliarden auf dem Konto haben, die sind in diesen Kriminalgesellschaften. Ihr kommt so hier nicht hoch. Es geht nicht. Ne? Also was man euch vielleicht noch lässt, was ihr, das hat man mir auch über Voice to Sky so gesagt, was ihr vielleicht maximal werden könnt.
Übrigens 90% aller Schulleiter, Gymnasialleiter sind auch alles Freimaurer, sind auch in diesem ganzen Dreck drin. Das heißt also, die haben auch pädophile Kontrollakten und poppen Kinder und so ein Wichsen. Es wird Zeit, das aufzuräumen. So, auf jeden Fall. Ich sag euch mal was. Folgendes. Folgendes. Ich glaube, ich dreh auch gleich um. Ja, ich war jetzt kurz wieder weg. Auf jeden Fall. Genau. Ja, man versucht mich jetzt natürlich auch mit aller Kraft halt unterzubuttern, zu entsorgen. Wie gesagt, der Iran kann sich seine Kohle, die können sich ihre Kohle da in den Arsch stecken. Wie gesagt, mich haben sie mehrfach in diese Nazi-Todeslager in Holzminden ins Armeos-Hildesheim gesperrt, wo ich dann fast gestorben bin, fast verhungert bin. Ich kam da raus wie ein Stock, wie eine Bohnenstange, ja. Keiner hat gefragt, wie ging's mir da, wie war das eigentlich für mich. Man konnte da überhaupt nichts machen. Es war einfach nur ein Auf- und Ablaufen. Es war schlimm. Es war halt ein Internierungslager, ein Todeslager. Was erwartet man? Es geht nicht darum, dass die Leute da lebend rauskommen. So, und deswegen, dann wollte man mich erst lebenslang auch noch einsperren, diese Wichser, diese Pisse trinkenden, kinderpoppenden, kinderfressenden Freimaurer. Dann wollten sie mich ich habe übrigens weder Autismus noch paranoide Schizophrenie. Das ist alles nur eine Cover-Story, dass das alles nicht an sich kommt hier. Um mich halt möglichst als Bekloppten hinzustellen. Da kann man mal sehen, wie böse auch die eigene Familie sein kann. Und genau. Und dann wollten sie mich noch ins IFAS reinstecken, Institution für Ambulante. Das muss man sich mal geben. Ich habe nichts gemacht und ich bin auch hochintelligent, empathisch, arisch, Übermensch. Ja. Also ich bin auf jeden Fall kein Ballonkopf, der irgendwie gar nichts auf die Reihe kriegt. Ne? Wenn ich nichts auf die Reihe kriege oder ein bisschen da, dann liegt das auch daran, dass ich jeden Tag schlafentzugsgefoltert werde vom Geheimdienst und mit Psychoterror und Stasi-Zersetzung bearbeitet werde. Und da funktioniert man dann irgendwann auch nicht mehr richtig. Auf jeden Fall, da wollten sie mich hin entsorgen. Oder zumindest auch alleine. Beziehungsweise, mir wurde über Voice to Skull eben gesagt, es ging halt nur darum, auch eine Reaktion für das Remote Monitoring System zu erfassen. Man muss die Opfer, die Mind-Control-Opfer ja provozieren. So ein bisschen. Aber trotzdem, der Fakt, dass man mir sowas andreht oder angeboten hat, das ist eine Beleidigung mir gegenüber, das ist eine Kränkung. Und der Fakt, das geht nicht sowas. So eine Scheiße wollten sie mit mir machen. Als Dank dafür, dass ich in der Kindheit Schwänze lutschen musste, Pisse trinken musste, mich anpissen lassen musste von diesen Pisse trinkenden Freimaurern, so danken die einem das. Und deswegen, dass ich natürlich jetzt sauer bin, kann man natürlich hoffentlich verstehen und deswegen mache ich das jetzt hier auch alles öffentlich. Ja, da müsste man dann irgendwann dann auch mal diese ganzen Polizisten mal auch zur Rechenschaft ziehen. Weil das ist auch eine Form von unterlassener Hilfeleistung, was hier passiert. Ich habe, wie gesagt, auch meine scheiß Erzeugerin angezeigt. Bis heute weiß ich nicht von der Staatsanwaltschaft, ist das jetzt nun eingestellt? Ich habe keinen Brief oder nichts bekommen. Vielleicht hat meine Mutter den auch unterschlagen, weiß ich nicht. Ich weiß bis heute nicht, ist das Verfahren jetzt eingestellt oder nicht. Mir wurde es nur von meiner scheiß Erzeugerin gesagt, ja, das wurde wohl eingestellt. Ich weiß es bis heute nicht. Dann habe ich in den Medien gesehen, oh, Nordheim, Polizei, Kindesmissbrauch, Verdacht. Ein Jahr haben die wohl auch gar nichts gemacht dagegen. Woran das wohl nur liegen mag? Ich werde euch diesen Artikel dann auch nochmal verlinken. Woran das wohl liegen mag? Mich wundert's nicht. So, ich werde euch Projekt Monarch in die Beschreibung machen und den Kindesmissbrauch. Also woran das wohl liegen mag, im Holzminden und Armeos Hildesheim läuft das übrigens genauso noch weiter. Die suchen sich da schön behinderte Kinder aus, Autisten, Ballonköpfe, denen eh keiner glaubt, die werden dann gepoppt. Und dann machen sie genau die gleiche Scheiße. Naja, ist halt ein satanistisches Kriminalkartell mit Psychos und Pedos, was erwartet man? So, und deswegen wird es auch Zeit, da anzukämpfen. Das ist nämlich das System, was ich weghaben will. Komplett, für immer. Und nicht nur irgendwie Teil des Systems. Und ganz oben mit viel Kohle. Das bringt mir überhaupt nichts. Und das macht mich auch seelisch nicht glücklich. So. Ja, im Prinzip. So.
Genau. Bitte schön. Morgen. Ja, genau, mir wurden auch mehrere Kanäle von YouTube schon gelöscht wegen dieser ganzen Scheiße. Darunter Adrian Milosevic, darunter mein erster Kanal, Anarchist, auch mit 300 Abonnenten. Ich wäre also schon längst über 1000. Darunter Adrian Milosevic 2. Also wir haben schon 4-5 Kanäle, die mir deswegen gelöscht wurden, weil ich darüber berichte. Deswegen teilt meine Videos, dass das Millionen Leute sehen, dass wir endlich diesen Sumpf aufdecken können. Ja, das Einzige, was mir auch noch bleibt, sind auch noch diese Videos. Ich danke auch allen, die wirklich sich die Zeit nehmen und das komplett angucken. Ihr seid die wichtigsten Zuschauer von all denen. Ihr könnt dann nämlich den anderen Leuten, die sich das nämlich nur so 2 Minuten angucken und sich denken, jetzt habe ich meinen Soll erfüllt. Nein, hast du nicht. Den könnt ihr das nämlich dann alles erzählen und ihr könnt ihr dann mal anstacheln, das Video auch mal zu Ende zu gucken, weil es wirkt verrückt und es ist auch verrückt, weil diese Welt verrückt ist. Aber was ich sage, ist die Wahrheit und deswegen wollen sie mich auch zum Schweigen bringen. Auf jeden Fall, es hilft uns allen, wenn man mir immer helfen würde, auch vor allen Dingen dieses Kinderschänderkartell endlich hier aufzusprengen in Einbeck. Das würde die Rosenberg-Familie mitreißen, die ist ganz oben mit dabei, mit ihrem pissjüdischen, spanischen Pisspottjungen. Pottenhässlich und verblödet kann er auch nichts. Denkt er ist, oh, er ist ganz oben, weil er zu diesen Zionbergs gehört. Ey, hasse ich diese Familie. Und die Binne wie es genauso. Auch alles Narzissten, Loser, Lügner, Versager, Betrüger. Die waren schon hinter Hitler. Alfred Rosenberg mal googeln. Haben diesen Beschiss mit den Juden durchgeführt. Ne? Damals waren es die Juden, heute sind es die Ausländer. Wer ist es denn morgen? Der liebe Gott? Weiß ich nicht. Um halt abzulenken. Also das ist natürlich totaler Schwachsinn. Da empfehle ich euch das Video auf dem Kanal hier. Schweizer Biest, Basislager des Teufels. Ne? Das sind die Templer. Also die Juden haben überhaupt nichts mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Wer war denn das? Das waren alles Adelsfamilien. Die haben sich eine Uniform angezogen, eine Mütze aufgesetzt und gesagt, jetzt ist Krieg. Da war nichts mit Juden. Das ist eine Täuschung. Das war der Adel. Im Zweiten Weltkrieg hat man einfach irgendeinen Sündenbock gebraucht und hat man halt gesagt, ja, es waren die Juden. Ja, klar. Ja, und jetzt gibt es natürlich das Thema Holocaust. Dazu kann und werde ich nicht sagen, aufgrund dieser ganzen Zensur hier. Und ja, es ist eine. Bitte Wort einsetzen. Aber das muss nichts mit den Juden zu tun haben, sondern man will halt nur dieses antisemitische Bild aufbauen. Versteht ihr das? Das ist ein Psychospiel, das ist ein abgekartetes Psychospiel. Es gibt auf jeden Fall auch noch Leute, die sind da ganz oben mit dabei, das sind nämlich diese Templer. Auf jeden Fall, man spielt uns alle hier gegeneinander aus. Es ist halt ein Spiel. Albert Pike, Morals und Dogma lesen. Es geht halt um diese One World. Und es im Ersten Krieg, weiß ich gar nicht, worum es da gehen sollte, auf jeden Fall im Zweiten ging es darum, Nationalsozialismus und Kommunismus zu zerstören oder so. Und im Dritten geht es halt darum, Zionismus und Muslime gegeneinander auszuspielen und die ganze Welt damit reinzuziehen. Und deswegen brauchte man halt diesen Holocaust, der ja auch stattgefunden hat. Das streite ich auch nicht, also beziehungsweise allerdings ist das nicht, ne, ich kann nichts darüber sagen, es tut mir leid. Es ist auch, das ist auch schon krank, dass man es nicht, deswegen. Es hat aber nichts mit diesen Juden zu tun, sondern es ist nur ein Mittel zum Zweck, zur Finanzierung Israels, damit man halt, ja, für diesen dritten Weltkrieg halt, damit man den halt anzünden kann. Boah, jetzt kommt da irgendwer mit sein, ja. Kenne ich doch sogar. Guck mal, hier Hendo. Hier, guck mal, wir gehen mal hier lang. Immer wenn man irgendwas machen will. So, auf jeden Fall ist es alles nur ein Mittel zum Zweck.
So, auf jeden Fall, wenn wir diese Einbecker Kinder, deswegen wollen sie mich auch so loswerden, weil ich mitmachen will, würde der aufgedeckt werden, würde das bei den Rosenbergs enden. Und die Rosenbergs, die waren ganz oben mit dabei, die sind vernetzt mit den Rothschilds, die sind vernetzt mit dem Vatikan. Und deswegen wollen sie mich auch so schnell loswerden, aber nicht mit mir. Ich mache den Strich durch die Rechnung. Die haben sich nicht mit mir anzulegen. Die haben sich den Falschen gesucht. Selber schuld. Ich kann nichts dazu. Ich habe nichts gemacht. Bloß weil ich keine Kinder poppen und anpinkeln und kochen will. Bin ich jetzt der Buhmann oder was? Die haben doch alle einen Schaden, ey. So, auf jeden Fall. Deswegen wollen sie mich auch ganz schnell weg vom Fenster haben. Ja, zum Umbringen ist man sich zu feige. Da ist der Penis dann doch zu klein. Also durch Kopfschuss, Auto anfahren oder so. Ich würde mich freuen, ganz ehrlich. Ich habe auch keinen Bock, in so einer kranken Welt zu leben. Ja? Aber, ja, wie gesagt, man macht es halt feige aus dem Hinterhalt, die Opfer provozieren, dass die dann den ersten Schlag machen, auf irgendwen losgehen, dann kann man die einweisen und kann sagen, oder in ein Gefängnis stecken, kann sagen, ja, hier ist ja eine Gefahr für die Allgemeinheit. Und das ist so eine widerliche Methode, Alter. Ganz ehrlich, ihr scheiß BND-Wichser. Was ist denn aus euch geworden? In der DDR haben sie die Leute mit einem Regenschirm angepiekst, reziehen und dann war gut. Dann waren die tot und dann war Ruhe. Hendo, kommst du jetzt da mal was? Ist mal gut jetzt hier. Schon wieder alles auf den Sack hier. So. So. Ja. So viel dazu. So, das ist. Ja, es tut mir leid. Es ist halt so vieles. Das lässt sich halt nicht in 3 Minuten packen. Deswegen ja, es lässt sich halt nicht in ein 3-Minuten-Video packen. Das geht halt nicht. Deswegen, es ist halt leider die Introduktion immer lange. So. Und jetzt zu diesen ganzen zusätzlichen Belastungen. Also jetzt ist das Video doch halt ein bisschen länger geworden, es macht aber nichts. Jetzt zu den zusätzlichen Belastungen. Dazu kommt übrigens noch, warum ich auch so gestresst und genervt bin, auch keinen Bock mehr habe auf diesen ganzen Scheiß. Also ich würde mich genauso freuen, wenn mir endlich einen Revolver schicken würde, dass ich mich erschießen kann und dann wäre gut. So, die scheiß Rosenberg-Binnewies-Familie mit ihrem spanischen Pisspott-Jungen hätten keine Zeugen mehr für den Kindersexhandelsring, bitteschön. Mein Großvater natürlich genauso. Ich wäre oben bei Gott im Himmel, frei, im Paradies und gut ist, ey. Nö. Da macht man jetzt hier lieber noch so ein Turbo-Babo und so ein Tarar draus. Also, ich würde mich genauso freuen, weil ich habe keinen Bock, in so einer kranken Welt zu leben. Als Indigo, Empath und Übermensch in so einer Welt von Autisten, Ballonköppen und Untermenschen und BND-Freaks. Die denken, ihre Kinder sind die Besten, aber in Wirklichkeit ist es nur Biomüll aus dem 4. Abfallcontainer. So. Deswegen wird es ja auch Zeit, das System mal endlich zu stoppen. So. Großkaiserin, die einzige letzte Opposition hier. In diesem verfuckten Land hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Rüdiger Hoffmann, BND ist gesteuert. Verfassungsgebende Versammlung ist gesteuert. Über Rüdiger Hoffmann und den BND wollten sie mich erst an die Macht bringen. Das war auch im Angebot für mich, auch ausgeschlagen. Aus genau diesen Gründen. Die Parteien und das Parteiensystem brauchen wir nicht drüber reden. Ist sowieso alles gesteuert. Sie haben Handelsrecht, alles Vatikan. Keiner geht die freie Mauer an. Was haben wir denn noch? Frank Radon ist auch gesteuert mit den Kaiserlichen. Ja, Kaiser, wer ist denn das? Georg Friedrich Finz von Preußen, dieser Milchbubi, Hurensohn da. Der ist doch auch Freimaurer und Templer und Kinderficker, sein dummen Tusnelder da. Der macht doch genauso mit. Das sind doch die Leute, die uns in den Ersten Weltkrieg gestürzt haben, der Adel. Na, Prost Mahlzeit, wenn wir die wieder haben. Und der sitzt natürlich auch im Komitee der 300 und ist bei den Bilderbergern und so ein Scheiß. Der Prinz von Preußen. Ist ein Milchbubi. Also vergesst es alles, ey. Vergesst es. Forget it. Hey, Swissy.
Na, mal gucken. Vielleicht setze ich mich mal bald. Ich habe mich ja schon mit Sean Ross von der Zentralen Intelligenten Agentur in Verbindung gebracht. Müsst ihr mal bei YouTube eingeben. Central Intelligence Agency. Dann den Kanal mit dem Logo Cocaine Import Agency mit 30.000 Abonnenten. Der macht Videos und enthüllt so diese ganzen Templer und den ganzen Mist. Die kann man auch erreichen über die E-Mail swisstorture@gmail.com. Ist auch öffentlich. Und er sucht gerade Männer, die anfassen können, die anpacken können, tatkräftige Männer. Für eine Kuh aus den Alpen. Aus den Französischen. Er braucht auf jeden Fall Männer, die anpacken können. So, swisstorture@gmail.com. So. Genau. Jetzt kommen wir endlich mal zu den zusätzlichen Belastungsfaktoren, was ich alles noch habe, was noch oben drauf kommt. Zu dieser ganzen Scheiße, warum ich keinen Bock mehr habe. Ich wollte das mir halt mal los von der Seele reden. Dazu kommt noch, man kann nichts mehr essen. Ich habe übrigens erstens mal habe ich kaum Kohle, dank diesem Wichsern und diesem Kindersexhandelsring. Ich habe gar nichts mehr. Ich kann nichts mehr essen, fast gar nichts mehr. Es ist alles zu kotzen, deswegen ist es Zeit, dass wir endlich mal unseren Arsch hochkriegen, das System stürzen. Ich habe nichts Endo, komm mal hier bitte. Ich habe nichts zu, kein Geld, ich kann nichts mehr essen, so rum. Entschuldigung. Ich kann fast nichts mehr essen, überall ist Aspartam oder irgendwelche Süßstoffe drin oder Glucose, Fructose, alias Fructose und Glucosesirup. Ich vertrag das nicht, ich kriege davon Scheißerei. Das ist in fast jedem Lebensmittel drin. Das heißt also, man kann wirklich nichts mehr essen. Das kommt noch da hinzu. Und das geht mir auch so auf den Sack. Dann lebt man in einem Hausdrittel, was viel zu klein ist. Na gut, daran wird ja jetzt gearbeitet. Wenn der BND da nicht irgendwie zum Amt geht und da irgendwie manipuliert, dass ich dann mal wieder irgendwie doof dastehe, was auch sonst. Alter, ey. Deswegen ist es Zeit, diesen Sumpf hier aufzudecken, mich zu entschädigen mit einer Millionenentschädigung, diese ganzen Verbrecher im Nürnberg-Code 2.0 hier hinzurichten. Hilfe von Dr. Catherine Horton und dem Joint Investigation Team. Stop007.org, www.jointinvestigation.org. Und dann ist gut. Auf jeden Fall, das kommt noch hinzu. Dann kommt noch hinzu, ey, ich werde jeden Tag, ja, eigentlich jetzt, eigentlich wollte ich ein Video machen, wo ich über diese Belastung noch rede. Auf jeden Fall, diese ganze Scheiße belastet mich. Dann kommt noch dazu, ich kann fast nichts mehr essen und trinken. Wegen diesen Glucose-Fructose-Scheiß. So, Bioprodukte und diese Sonderprodukte sind natürlich auch teuer. Deswegen, also die Nahrung ist auch keine richtige Nahrung mehr, dank diesen Freimaurern. Das ist alles Gentechnik und Biomüll. Ja, das ist doch einfach alles nur kranke Scheiße. Echt. Deswegen wird Zeit, das auch noch zu stoppen. Das kommt dann oben drauf. Ich trinke schon immer ein bisschen Umkehrosmosewasser hin und wieder, um mich so ein bisschen zu entgiften. Allerdings bin ich halt auch immer so psychisch kaputt durch diese ganze Scheiße. Und dann fängt man wieder an zu fressen. Dann ist wieder alles hinfällig. Und oh, so, komm, hin, wir gehen jetzt hier rüber. Ne, alles gut? Gut. Super, klasse. Ja, reden hilft viel, ne? Einfach reden mit den Hunden, mit den Wauzis, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Leuten, über YouTube-Videos. Ne? Gut. So. Auf jeden Fall, das kommt noch oben drauf. Was kommt denn noch oben drauf? Wie gesagt, dann darf man nicht richtig schlafen, dank dem BND. Weil ich schlafentzugsgefoltert werde durch meinen Nachbarn mit elektromagnetischen Waffen.
Dr. Catherine Horton, internationale Staatskriminalität. Dr. Catherine Horton, Geheimdienstkriminalität. Das kommt alles oben drauf. Dann kann ich nicht richtig duschen, nur nachmittags. Damals habe ich Mühlmeerstraße, habe ich immer nachts gebadet und nachts geduscht. NDR-Kultur geht jetzt gar nicht mehr. Wir haben keine Badewanne mehr. Pisst mich alles an, ey, weißt du. So, also duschen geht hier nur noch in dieser Scheiß, in diesem Scheiß Stasi-Haus, was auch alles kontrolliert war. Gleiwitzer Straße 9. Der Vermieter ist, heißt Hereus, der wohnt wohl in Dassel, ist Milliardär, hat 21 Milliarden, kriegt das nicht hin, das Haus vernünftig zu renovieren. Das war Anfang, Heizung war kalt, alles kaputt und weiß ich nicht. Irgendwelche Polacken hat er da kommen lassen oder Tschechen, schätze ich mal. Ja, schön sparen, ne? Drecksmilliardäre, ey, kotzt mich alle an. So Arsch voller Geld. Ja? Und ne? Müssen die jetzt alle mit ihren Hunden draußen sein oder was? Nee, Arsch voller Geld und dann aber kein Penny ausgeben, weißt du? Ich meine, ich bin ja auch ein Sparer, muss ich ja auch, dank meiner Situation, dank diesen BND-Freaks, aber trotzdem, also das war alles auch gesteuert übrigens, bei, also wir wollten eigentlich in die Wohnung von der, ich kann es ja offen sagen, von der Meier einziehen, Elektromeier. Und da ist dann halt ein Brief aufgetaucht, von wegen, ich würde nur Ärger machen und so, Scheiße stand da drin, das war auch bei der Polizei. Dann wurde das, dann haben auch noch alle gedacht, ich habe das geschrieben, weil ich erst nicht in die Wohnung einziehen wollte, aufgrund der Manipulation, technischen Manipulation des BNDs und der Gedankeneinsendung, weil ich damals auch noch dachte, ich konnte die Zukunft sehen, aber dabei waren es nur Einspielungen und dann habe ich halt, ja, habe ich gesagt, ah, das ist keine gute Idee und dann haben auch noch alle gedacht, ich war das. Und das wurde mit einer Schablone geschrieben, also nicht handschriftlich, damit man sich erkennen konnte, von wem das war. Diese Schablone wurde dann auch noch beim Berufsvorbereitungsjahr Farbtechnik, wo sie mich reingefoltert haben, diese BND-Wichser, wo ich mit diesen Idioten da, mit diesem Ballonkopf Erik Reichel zusammensaß, mit dieser narzisstischen Drecksfotze Karin Beinsen, Arthur Stehbloff, die auch mit drin stecken, diese ganze Freimaurer-Scheiße. Da haben sie mich dann hingefoltert, nee. Und dann hieß es noch, ich wäre das gewesen, weil diese Schablone da war. Alter, ey, so eine Scheiße muss ich mir vom BND gefallen lassen, ne? Und jetzt versucht man mich auch noch als Dank dafür wieder, wie gesagt, nochmal erneut zu prostituieren. Alter, ihr habt da alle echt einen Lattenschuss, ey. Wie gesagt, ich werde euch alles mal verlinken. Einmal mit der Polizei, die nichts macht gegen den Kindesmissbrauch. Einmal das Projekt Monarch, was eingesetzt wird. Wegen solchen ganzen Ignoranten wie euch, die zum Beispiel das Video hier sehen, nicht teilen, nichts dagegen tun, einfach ihr Leben weiterleben. Genau deswegen ist das nämlich genau alles so möglich. Genau deswegen. Weil keiner was macht, weil keiner seinen scheiß Arsch hochkriegt und ach, ist alles Mist. Alles Scheiße. Der Wichser. So, und dann auf einmal hat sich dieser Hereus gemeldet, Milliardäre sind alle in dieser Freimaurerkriminalgesellschaft. Oh, ihr wollt doch Haus haben und, oder Hausdrittel. Das ist auch eine Frechheit, eine Familie. Hier, das deswegen, ich hasse die Deutschen, wisst ihr was, ey, weißt du was, die Deutschen haben es auch gar nicht anders verdient auszubluten. Ist halt blöd für Leute wie mich, die intelligent sind, die was können und dann darunter leiden müssen. Ganz ehrlich, in Deutschland haben nicht mal 40% der Leute ein Haus. In Rumänien haben 90% der Leute irgendwie ein Haus oder Eigentum. Das muss auch keine Villa sein, aber da sieht man mal, wie die Deutschen sich verarschen und ausnutzen lassen, ey. Was ein Drecksvolk. Ehrlich. Und unser Eins leidet dann mit. Ja, also so wenn man gerade so als Familie oder Patchwork-Familie, also jeder Familie sollte doch mindestens irgendwie ein kleines Häuschen. Haus, die Betonung liegt auf Haus und nicht Hausdrittel, Fünftel, Achtel, Sechstel oder gestückelt. Oder, ja, was kommt denn als nächstes, ey? Ein Dixi-Klo oder was? Ein wandelndes Dixi-Klo für... Nee, versteht ihr, was ich meine? Es pisst mich so an. Ne? Ja, das ist widerliche,
Ne, auf jeden Fall Milliardäre, alle sind alle drin. Milliardäre sind alle drin in diesem Kriminalapparat. Also es ist schon komisch und auf einmal meldet er sich und ruft an und sagt, oh, wollt ihr da und da einziehen? Es ist doch kein Zufall, das hat man so gemacht, dass ich nämlich in der Gleiwitzer Straße 9 lande, wo nämlich ein Großteil der Nachbarn nämlich mit involviert ist und für den BND arbeitet. Ja, damit man mich dann wieder schön zusammenfoltern kann da. Mühlmeerstraße war so eine schöne Wohnung, Mühlmeerstraße 30b. Es waren bloß die Nachbarn vom BND, diese Familie hip auf. Vorher hat da Frau Nüsse drin gewohnt, Mühlmeerstraße 30b in der Wohnung unter mir. Haben sie ermordet mit einer Herzattacke, damit dann da diese BND-Freaks, BND-Freaks einziehen konnten, Familie. Beziehungsweise Verfassungsschutz-Freaks, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die haben für die Geheimdienste gearbeitet, das weiß ich. So 100 Millionen %. Genau, Familie hip auf, so eine junge Staatsschutzblondine war das mit ihrem komischen Macker. Und da habe ich auch diese komische Rosenberg-Tusse gesehen, wie die da bei denen ab und an mal ein- und ausgegangen ist. Also diese Nazi-Templer Zionbergs, die hat dann wahrscheinlich Befehle gegeben, so und so wird das gemacht. So und so muss Adrian gequält werden. Tja, na, herzlichen Dank auch. Im jüdisch-spanischen Direktion. Nee, und dann auf jeden Fall, ja, genau, hat man mich dann halt da quasi aus der Mühlmeerstraße rausgeekelt und rausgefoltert. Das hat dann irgendwann daran geendet, dass wir dann halt die Wohnung gekündigt haben und dann mussten wir halt auch raus. Und der Vertrag, den Mietvertrag war halt schon gekündigt. Und ja, und so sind wir dann in der Gleiwitzer Straße 9 gelandet. Das war alles kontrolliert. Ja, klasse. Ich danke allen Familie hip auf. Oder ich weiß gar nicht, ob die zusammen sind. Die wohnen da jetzt auch gar nicht mehr. Ich habe da mal wieder geguckt. Die wohnen da gar nicht mehr. Ja. Also so eine kranke Scheiße läuft hier. Deswegen kämpfe ich auch, dass das alles aufgedeckt wird. Also ohne den ganzen Eingriff vom BND würde ich wahrscheinlich noch Mühlmeerstraße wohnen. Es würde mir 1000-mal besser gehen. Ich hätte Schulabschluss, Realabschluss erweitert, mindestens. Und deswegen wird es endlich Zeit, das alles aufzudecken. Das belastet mich auch. Siehst du, und dann kommt noch dazu. Deswegen ist es endlich Zeit, diese Korruption aufzudecken. Es liegt auf der Hand, dass es übrigens alles, könnt ihr selber erfassen, dass es alles wahr ist, was ich sage. Nämlich allein aus dem Grund, dass es nämlich keiner wahrhaben will. Genau dieser Fakt macht nämlich diese ganzen Verbrechen von Kindersexhandel erst möglich, weil so Leuten wie mir wird ja kein Glauben geschenkt. Weil es ist halt alles zu abgespaced für den Otto-Normalverbraucher. Nein, böse Menschen ist eine Verschwörungstheorie. So, wenn das nicht auf RTL kommt, dann glaube ich das nicht. Oder auf ARD und ZDF. Ja, wer kontrolliert RTL? Axel Springer? Ist Axel Springer vielleicht Bilderberger? Sind das vielleicht Zionisten? Weiß ich nicht. Beziehungsweise Templer, Freimaurer? Weiß ich nicht. Wenn das nicht auf RTL kommt, dann glaube ich das nicht. Ey, Alter, Mann, ihr macht mich fertig, ihr Drecksdeutschen. Wisst ihr das eigentlich alle? Was seid ihr für ein stinkendes Pissvolk? Finger aus dem Arsch ziehen. Ja, danke schön. Echt, ey. Für Leute wie mich. So, langsam mal jetzt aufwachen. Ich packe euch alles in die Beschreibung, was ihr wissen müsst. So. Ja, das kann doch alles nicht wahr sein hier, ey. Kranke Welten überleben. Es ist so alles auf der Hand und wir könnten es so einfach stoppen, aber keiner macht was. Das kann doch nicht sein, sag mal.
Was macht ihr denn alle? Sitzt ihr alle nur vor eurem scheiß PC oder? Mann. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren, auf jeden Fall, da kommt halt noch so viel oben drauf. Aber dann die ganze Corona-Scheiße, also das, ich muss ja zusätzlich auch noch die normalen Probleme jedes normalen anderen Menschen auch noch ertragen. Zusätzlich zu diesem ganzen Leid und Kindesmissbrauch. Es ist alles scheiße. Ne? Ja. Alles wegen der Ignoranz der ganzen Leute. Ich frage mich, wozu mache ich das eigentlich, diese ganze Aufklärungsarbeit hier? Ich muss das auch nicht machen. Also kriegt ihr jetzt mal endlich alle den Finger aus den Arsch. Jeder Zuschauer hier jetzt vielleicht irgendwann mal. Auch Leute, die mich helfen, die sich vor mich schützen, die sich hinter mich stellen. Naja. Auf jeden Fall, da kommt so viel noch oben drauf. Das ist der Dank wirklich dafür, dass ich keine Kindheit hatte. Für den Kindersexhandel ist, dass man jetzt zu Tode gequält wird mit elektromagnetischen Waffen, einem die Schulter zerschossen wird, so wie bei Dr. Melissa Black auch der Fall ist, sowohl die rechte als auch die linke, dass man jetzt wirklich qualvoll hingerichtet wird und dass mein Wohnraum in ein elektromagnetisches Konzentrationslager umgewandelt wurde. Ja, herzlichen Dank auch, Familie Rosenberg, ich bin der Ries, ne? Ihr wisst Bescheid. Gut. Ja, wie gesagt, so, ich gehe jetzt auch wieder rein in mein Konzentrationslager, werde das Video hochladen, werde die Links posten, dann mit Arbeitsamt und alles mich in Verbindung setzen. Hoffentlich wird das was. Ja, im Prinzip möchte ich eigentlich nur noch echt sterben. Oder halt, dass sich das aufklärt. Oder am besten beides. Also ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr, in so einer kranken Welt zu leben. Ja, ist gut. Ach, Hindo, kommt in die Gänge. Opa. So alt bist du auch nicht. Ja. Und ich sag auf jeden Fall, da kommt noch eine Tonne an Leid drauf. So. So danken die einen, das scheiß Freaks vom BND. Ihren verblödeten autistischen Dreckskindern, ey. Denken wir an was Besseres. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr.
So, ich werde euch alles weitere verlinken. Ja, genau. Genau. Ich wollte das auf jeden Fall mal loswerden. So wird einem das gedankt. Alles. Dass man jetzt hier in so einem kleinen Piss. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Was, ey, die Leute, die sich so eine Scheiße, diese Wohnsilos, habe ich gehört, haben sich auch diese Nazi, kommt auch aus der Nazi-Zeit, so eine Scheiße ausgedacht, die gehören aufgehangen. Ey, was ist denn das? Das ist doch für alle Beteiligten Scheiße. Ganz oder gar nicht, war ja sowieso schon immer mein Motto dann, ne? Ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. So. Einmal aufschließen, das KZ hier. Gehen Sie rein. So, ich habe jetzt gerade pausiert, es ist keiner hier. Allerdings, ja, meine narzisstische Erzeugerin, weiß ich nicht. Bevor hier wieder Streit kommt, die ist halt nicht so begeistert, wenn die Bude im Internet veröffentlicht ist. Deswegen habe ich jetzt kurz pausiert, mich jetzt hier am Küchentisch. Genau. Jetzt kommt wahrscheinlich, oh, so schlimm sieht es doch gar nicht aus. Ja, das ist ja auch nur der Küchentisch. Und ihr habt ja auch nur ein ganz kleines, seht ja auch nicht alles hier. Es ist ja nur also groß ist das nicht hier. Hier ist schon zu Ende. Fakt ist, aber, und das ist erst vor kurzem gemacht, seit nicht mal einer Woche ist das hier so, sieht das hier so aus. Aber gut, glaubt mir das schon, wenn ich das sage, das hat schon seine Richtigkeit. Aber vor allem der Fakt ist halt auch, es geht halt darum, was habe ich geleistet und wie wurde es mir ausgezahlt. Stellt euch vor, ihr seid ein Bauer. Ihr seid ein Bauer und ihr habt, ihr habt keine Ahnung, wie gesagt, ich bin kein Bauer und deswegen ist es auch irgendwie ein doofer Vergleich, weil ich mich da nicht allzu gut reinversetzen kann. Aber ihr habt halt, wobei, es ist wie mit den Bauern halt. Die machen halt eine Leistung, aber das ist komplett unterbezahlt, was sie kriegen. Beispiel die Milch, das ist eine Frechheit, sowas. Und so ist es halt mit mir auch. Ich habe Milch gegeben und ich habe nicht mal irgendwas gekriegt. So, Alter, was wollt ihr? So, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe Schwänze gelutscht, ich habe Pisse getrunken in der Kindheit. Von groß und klein, und was kriege ich als Dank? Werde ich in so einen scheiß Bunker, hier in so einem Bungalow gefoltert, weil es alles viel zu klein ist. Aber ich überlege auch echt, ob ich das zeige. Wie gesagt, mittlerweile ist eh alles scheißegal. Wenn es gut läuft, ziehe ich hier sowieso bald aus. Es ist halt das Prinzip. Es geht mir ums Prinzip, was ich geleistet habe und was ich bekommen habe. Mir steht mindestens so ein scheiß Haus hier zu, was der Nachbar da drüben hat, für mich alleine. Mindestens das hätte man mir ja mal sponsern können, lieber Herr Dr. Bruno Karl. Ne? So, und ihr seht das auch schon. Das ist mir auch scheißegal. Komm, ich zeige das jetzt hier. Es ist alles wirklich klein. Der Geschirrspüler ist erstmal uralt, Ding funktioniert nicht richtig. Kühlschrank macht auch seine Macken. Fritteuse habe ich gekauft für 20 Euro. Das sieht jetzt erstmal nicht allzu jetzt denkt ihr euch so, oh, ihr übertreibt aber. Nein, es geht, wie gesagt, es geht ums Prinzip, von der Leistung halt her. Mir steht eine Millionenentschädigung zu, ohne arrogant sein zu wollen. Es ist aber einfach so, für diesen ganzen Mist, was man mit mir gemacht hat. Und für diese Elektromagnetische, hat ja Dr. Catherine Horton auch gesagt. Und ich habe es auf jeden Fall nicht verdient, während hier die ganzen BND-Nachbarn hier um mich rum, hier in einem schönen Haus leben, in so einem scheiß Bungalow zu verrecken. Nee. So. Ne? Das ist erst seit kurzem so. Die Tischdecke ist neu. So. Gibt's jetzt hier eine Roomtour. Es ist mir scheißegal, ganz ehrlich. Ich habe eh nichts mehr zu verlieren. BNDler gehen hier sowieso ein und aus. So, das ist der. Und ihr müsst auch denken, das ist ja nicht für einen alleine hier, sondern es ist ja, wir sind ja schon irgendwie eine Familie. Auch wenn ich meine scheiß Erzeugerin hasse. Die Verbindung mit meinem Stiefvater auch so bröckelt, dank dem BND. Ne? Man kann ja zum Beispiel Leute mit diesen elektromagnetischen Waffen auch aufwecken, indem man die halt zum Beispiel bestrahlt und dann werden die wach. Ne? Und dann
ich muss meistens immer auf Toilette, das hat man heute Morgen gemacht. Und dann hat man das halt so gemacht, dass so eine Wichser sind das vom BND. Und dann macht man das halt so, dass ich dann zum Beispiel aufstehe. Man hat das halt so gemacht, dass ich zu der Zeit aufgewacht bin, wo auch meine Eltern aufstehen, und dann hat es heute wieder Streit gegeben. Oh, Adrian, machst du das mit Absicht, dass du immer dann irgendwie auf Toilette gehst, denn wir da sind, und gestern war es auch schon so, manipuliert man die Leute dann auch. Das auch wieder so eine BND-Scheiße. Ne? So, Moment mal. Ich zeige euch übrigens mal ein Bild. Ich halte mal das Bild von meinem Stiefvater zu. Wobei im Prinzip, mein Stiefvater ist ja auch schon bekannt. Hier müsste aber auch ziehen. Das heißt also im Prinzip, wenn man Holger Erbach eingibt, wird man auch filmen nicht. Auf jeden Fall, ich halte es trotzdem mal zu. So, hier seht ihr übrigens meine narzisstische Erzeugerin. Stellt scharf, bitte. Jetzt. Also wenn das mal kein Narzissmus ist. Und alle, die jetzt sagen, das ist kein Narzissmus, dann seid ihr selber Narzisst, zu 100%. Ja, so allein schon dieser Fake-Gesichtsausdruck, so... Weiß ich nicht. Na gut, ihr kennt halt auch meine scheiß Erzeugerin nicht, wie die drauf ist. Deswegen, Narzissten sind natürlich Meister in der Täuschung. Deswegen, die sind halt so nach außen, das erkennt man auch bei manchen. Ich bin Empath, ich spüre das. Ich sehe das diesen Leuten an, die haben alle die gleichen Zähne, die haben alle dieses falsche Grinsen, die haben alle diese gleiche scheiß Hackfresse, wo man am liebsten nur reinboxen will. Ja, und es pisst mich sowas von an, Alter. Es pisst mich einfach nur noch an, wisst ihr das? Und deswegen, das ist übrigens die Pest, die ich bekämpfen will, Narzissten, ey. Daumen hoch, wenn ihr auch für eine Todesstrafe oder Prügelstrafe für Narzissten seid, dass man die irgendwie öffentlich zusammenkloppen kann, sobald sich irgendwie rausstellt. Echt, ey, Todesstrafe für Narzissten, weil das sind nämlich die Leute, die haben unsere Gesellschaft so zugrunde gerichtet, deswegen ist das auch so. Ne? So, ja, bin aktiver Mensch. Siehst du, das ist auch eine Sache. Ich habe momentan, bevor es heißt, oh, dir geht's ja noch gar nicht so schlecht. Ja, jetzt passt mal auf, ich habe kein Fahrrad, ich habe kein Auto, ich habe kein Motorrad, ich habe kein Nix. Das Einzige, was ich jeden Tag machen kann, ist spazieren gehen und diese Videos drehen. Und am PC sitzen, Heroes and Generals spielen. Oder halt mal irgendwie, aber es ist ja auch, Materialismus ist natürlich sowieso nur die halbe Miete. Es macht natürlich auch nicht glücklich. Und so richtig eine Kompensation ist es auch nicht. Na, vergesst es alles, ey. Ehrlich. Und das ist der Dank dafür. Ich habe nicht mal ein Fahrrad, Alter. Nicht mal das, und ich kann mir auch keins leisten. Nicht mal das, Alter. Nicht mal ein scheiß Fahrrad. Dass ich mal irgendwie wenigstens durch die Gegend fahren kann, hier mal wieder. Oder mal irgendwie, sag ich mal, gut, jetzt würde ich es wahrscheinlich wegen der Kondition auch nicht mehr schaffen, mal meinen Vater in Bad Gandersheim besuchen kann. Oder damals bin ich zum Kiessee auch gefahren in Nordheim. Ja, hin und zurück 20 Kilometer, 40 Kilometer. Ja, mittlerweile schaffe ich das gar nicht mehr. Herzlichen Dank. Auch Herr Dr. Karl, Herr Haldenwang, eurer Pissetrinkerbande da, ehrlich. Was lernen wir daraus? Perverse Fetischisten dürfen nicht, mit Vorliebe für Gelbes und Kinder dürfen nicht
in irgendwelchen hohen Positionen arbeiten. Es geht einfach nicht. Wenn man das rausfindet, muss man die Leute sofort feuern. Man muss das unter Strafe stellen. Sonst kommt einfach sowas dabei raus. Es ist einfach so. Glaubt es mir. So, gleich ist 8 Uhr, dann muss ich beim oder beim Jobcenter oder wie auch immer. Ja, wisst ihr, was ich meine? Mich drum kümmern, dass ich aus diesem KZ, aus diesem elektromagnetischen KZ, ich werde euch das mal verlinken, internationale Staatskriminalität, den Link zu der Polizei, die nichts macht in Nordheim, weil sie mit drin steckt. Deswegen, wir müssen selber aktiv werden. Und die einzige Lösung ist halt die Anarchie, weil Systeme halt immer gekapert werden. Steht ja auch in der Bibel, Menschen sollen nicht über andere Menschen herrschen. Das ist das einzig wahre System, was Gott auch für uns vorgesehen hat, der Anarcho-Capitalism. Na? Naja. Ah. Bitte nicht. Nein. Jetzt spielen sie mir gerade Johnny Cash ein, Alter, über Voice to Sky. Das ist ja meine narzisstische Erzeugerin, ein Fan von, wie man hier unschwer erkennen kann. Scheiß Country-Wix. Nee, ach, geh weg. Geh weg. Go away, please. Weiß ich nicht. Pisst mich alles an. Genau deswegen. Und mittlerweile, bei mir ist auf jeden Fall die Hutschnur schon lange gerissen, deswegen mache ich halt auch alles öffentlich. Weil von dem Fakt, bei mir kam halt irgendwann der Punkt, und da habe ich mir gedacht, weißt du was, der BND weiß sowieso alles, was du machst. Da kannst du es auch auf YouTube teilen. Ganz ehrlich, kommt das selber bei raus. Wenn irgendwelche autistischen Pissetrinker und Ballonköpfe wissen, was du alles so treibst, privat, dann machst du es auf YouTube öffentlich. Kommst denen zuvor, wir stehen allen aus. Privatsphäre hast du sowieso nicht mehr. Nee, es fuckt mich einfach nur noch ab, dieses Haus Drittel. So, die Polizei war ja auch schon mehrfach hier. Die haben da auch schon alles gesehen hier. Also, es gibt keinen mehr, vor dem ich irgendwas verheimlichen muss. So. Tja. Ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, machst du öffentlich. Und peng. Ganz einfach. Kommst denen zuvor, wischst denen einen aus. Weil das wollen die ja eigentlich nicht, dass ich alles so zeige. Man wollte, eigentlich wäre ich schon seit 3 Jahren tot, in einem kontrollierten Attentat. Geklappt hat das nur nicht, wegen der Internetstörung von Vodafone, die 3 Wochen lang ging, konnte ich mir meine Waffe aus dem Darknet nicht bestellen. Und diese Krüppelkinder Benjamin Behrens, Phil Rosenberg, Markus Glorz und so ein paar andere Freimaurer, Vollidioten, verblödete Untermenschen nicht erschießen vor 3 Jahren. Ansonsten wäre ich auch schon weg. Oh, hat auch keinen gestört. Ich wäre froh gewesen, ich wäre bei Gott gewesen. Ja, jetzt muss ich hier so leben, ganz ehrlich. Ich wäre lieber vor 3 Jahren gestorben, als hier in dieser scheiß Kaschemme zu verrecken. Und dazu kommt ja auch noch, wie gesagt, diese Folter mit den elektromagnetischen Waffen durch die Nachbarn. Also Schlafentzug, sexuelle Stimulation, also Vergewaltigung bis zum Orgasmus und Pipapo, ne? Mit diesen Energiewaffen. Den Implantaten und dem Neurotech. Internationale Staatskriminalität, Dr. Catherine Horton, das kommt ja dann immer noch als Creme de la Creme obendrauf. Ne? Und deswegen, und schon allein dafür steht mir auch eigentlich das Haus, was diesem BND-Nachbarn da drüben gehört, für mich alleine zu. Und deswegen pisst mich das an. Ich darf hier so verrecken. Herzlichen Dank, Herr Karl, nicht mit mir.
Jetzt gibt es hier, wie gesagt, Krieg. Entweder sie sterben oder ich sterbe. Oder wir beide sterben. Beides möglich. So. Ja, mir fällt das jetzt erst durch die Kamera auf, wie braun meine Hände geworden sind. Ja, wundert euch nicht. Hier musste ich mit Klebeband abkleben, weil hier eine Warze ist. Die wurde schon mehrfach ausgekratzt von Dr. B. Hier in Einbeck. Ich weiß nicht, ob ich das aus Datenschutzgründen sagen kann. Ach, scheiß doch drauf, Dr. Blume. Es kommt immer wieder... Es kommt immer wieder... ja. Es geht mir so auf den Sack. Ich habe da selber auch schon, was ich da schon versucht habe, und auch mit dem Skalpell weggekratzt. Ja, an Betäubungsmittel kommt man ja leider nicht, da kommen ja nur die Geheimdienste und Kinderficker dran. Also die kommen da ja halt sowieso immer dran, an dieses Fentanyl und so ein Scheiß. Ansonsten würde ich mich auch selber betäuben und das selber rauskratzen. Wie gesagt, ich bin CIA-Monarch, MK-Ultra, Supersoldat, ich kann alles, ich habe viel Wissen, auch im Unterbewusstsein abgespeichert. Also eine scheiß Warze würde ich auch locker entfernt kriegen. Bloß ist es halt einfach sehr schmerzhaft ohne irgendein Betäubungsmittel. An die kommst du ja hier nicht. Leider. So. Das geht mir so offen. Siehst du, ach, das habe ich vorhin ganz vergessen. Das ist auch noch ein Belastungsfaktor, was irgendwie da dazukommt. Diese scheiß Warze, und jetzt sagt ihr, oh, eine Warze ist nicht so schlimm. Doch, für mich schon. Für mich geht's darum, momentan geht's mir hier nur darum, um die Warze. Warum ist das so schlimm? Ganz einfach. Am Finger brauche ich euch nicht sagen, Handgelenk. Jetzt überlegt euch mal, ihr wollt euch duschen, Gesicht waschen oder so. Ruckzuck verbreitet sich die Scheiße, wenn ihr Pech habt. Deswegen, ich klebe das schon mal mit Klebeband ab, und deswegen sieht das jetzt hier auch alles so kaputt aus, und Desinfektionsmittel, aber es hilft alles nichts. Diese Warzenstifte bringen nichts, die Hühneraugenpflaster lösen sich, die bringen auch nichts. Also was ich alles schon wegen dieser Warze, wo ja auch der BND eine Mitschuld hat, jetzt, ich sag euch auch warum, durch diese Schlafentzugsfolter zum Beispiel, ich komme ja nie richtig zum Schlaf, kann mich deshalb nicht erholen, sonst wäre die wahrscheinlich auch schon längst seit 1-2 Jahren weg. Ja, so ist alles ein scheiß Kreislauf, alles geht auf Herr Karl zurück. Seinem kleinen Mikrodödel, ja. Der weiß halt, ich habe einen 100 Meter langen Jugoschwanz, und da kommt er halt nicht drauf klar, und deswegen, das wird es wahrscheinlich sein. Genau. Da gehe ich mal stark von aus, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Diese Psychopathie von Herr Karl, dem Karl Kopp, ne, dem Fetti-Fetti-Bum-Bum da, in seinem Palazzo, in der Chausseestraße in Berlin, in seinem Stasi-Headquarter da. Ich will gar nicht wissen, was die da für Gangbang-Partys machen, da mit gegenseitig anpinkeln und so eine Scheiße. Wie gesagt, viel Spaß, Herr Karl, mit Ihrem Lover, Herr Thomas Heidenwang, ne? Sag ich mal so. Wem es gefällt, bitteschön. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, Fetischisten sollten so oder so nicht in Erinnerung. Regierungsposition oder irgendwie in hohen Positionen arbeiten. Es kommt einfach nur Blödsinn dabei raus. Mein Großvater ist übrigens Maler und Lackierer, also sagt eigentlich auch schon alles aus, ne? Haltet euch fern von Malern und Lackierern, ich sag es euch, ne? So, ja. War auch mal, wie komme ich jetzt darauf, Maler und Lackierer, habe ich mal bei Take Me Out gesehen auf RTL. Da hat mal eine gesagt, da war so einer Maler und Lackierer, und die hat gebuzzert, und hat hier dieser Moderator, ich weiß nicht, wie der heißt, gefragt, warum hat sie denn gebuzzert? Ja, und Maler und Lackierer haben alle so komische Fetische. Ja, das stimmt. Genau.
Nee, also das habe ich nicht verdient, in so einer Kaschemme zu verrecken. Wie gesagt, ich werde das Video auch auf BitChute hochladen. Allerdings habe ich da immer Probleme mit dem Upload und entweder ist das Video dann auf einmal weg oder also es funktioniert alles nicht so prima. Oder es wird verarbeitet und verschwindet dann. Oh, und dann musst du es, also bei BitChute kannst du wirklich fünfmal hochladen und die Qualität ist dann auch nicht so berauschend und vor allem, es guckt auch kaum keiner, weil BitChute halt einfach eine Geisterstadt ist, weil es gibt für BitChute keine App oder irgendwie, dass es auf dem Receiver ist. Es ist halt einfach nicht so weit verbreitet, es nutzt halt kaum einer. Wer macht sich schon die Mühe, im Browser BitChute einzugeben? Man will es ja alles halt heutzutage als App haben und wenn es nicht als App ist, hast du heute schon verloren, ey. Ich sehe ja auch schon an meinen YouTube Analytics, dass 50% meiner Zuschauer auch über Smartphone und über Handy und das alles reingehen ins Internet, meine Videos schauen. Ne? Wie gesagt, mir geht es auf jeden Fall ums Prinzip, was man alles mir angetan hat und mir immer noch antut und wie man mir das hier dankt und dass ich in so einer Drecksbude leben darf. Schon allein dafür, dass man mir 3 Jahre gestohlen hat. Ich gehe 100% davon aus, dass ich 21 bin. Den Hinweis hat man mir in der Psychiatrie gegeben, wo man mir sagt, in meinen Akten stünde wohl, dass ich am 20. Dezember 2000 geboren bin. Wie gesagt, mein Vater ist zu 100% auch Mind Control Opfer, der weiß es bloß noch nicht, der ist auch voll mit Pillen. Er hat genauso kein Zeitgefühl, das heißt also, beziehungsweise, oder er macht mit, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Kann ja sein, dass wie alles andere auch in meinem Leben alles nur für mich gespielt war, um mich in gewissen Denkweisen zu programmieren, Projekt Monarch unten in der Beschreibung. Also mein Vater hat mich vielleicht auch verarscht und keine Ahnung, das weiß ich nicht. So eine kranke Scheiße läuft hier, deswegen wird das endlich Zeit, das aufzudenken. So. Also so oder so, wir können es drehen und wenden, wie man will, egal für was. Also einmal, wie gesagt, für diese elektromagnetischen Waffenbeschuss seit 17 Jahren, seit meinem dritten Lebensjahr, steht mir eine Million Entschädigung schon alleine zu. Dann kommt noch dazu, wie gesagt, diese ganze Kindersexhandel, da habe ich heute nichts für gekriegt, das ist Prostitution, da habe ich auch nichts für gekriegt, auch Millionen Entschädigung, dass man mir den Körper, den Hoden alles kaputt gemacht hat, mit elektromagnetischen Waffen, mit Rasiermaschinen, mit Werkzeugen in der Kindheit. Auch Millionen Entschädigung. Ja, da müsste man müsste mich erstmal, wenn es diese Medbetten gibt, in so ein scheiß Ding reinstecken, erstmal richtig hochheilen. Ja, oder endlich umbringen, Herr Karl, mit Smith & Wesson Revolver. Da seid ihr auch alle zu blöd zu meinem BND. Deswegen pisst mich das so an. So, ihr wisst aber, es ist mir auch scheißegal. Ich, wie gesagt, die BNDler wissen eh, wie es hier aussieht. Ja, weiß ich nicht, soll ich die Stube zeigen, soll ich sie nicht zeigen? Wobei letzten Endes. Ist es mir auch scheißegal eigentlich. Ach komm, scheiß drauf hier. So, unsere Couch, unser scheiß Fernseher. Der auch kaputt ist. Also nicht der. Ja doch, der summt auch schon immer so rum. Der ist auch schon 10 Jahre alt, auch wenn es nicht danach aussieht. So, wie gesagt, überlegt euch. Wie gesagt, es geht ums Prinzip. Leistung und was habe ich gekriegt? Darum geht es. Und halt, wie gesagt, nee, das geht gar nicht. Deswegen mit mir nicht. So. Also selbst wenn man es dreht, wie man wendet. Egal wie niedrig man ansetzt. Wir sind mindestens bei 1 Million Euro. Was mindestens, aller mindestens. Mit 3 Augen zugedrückt. Und deswegen habe ich Besseres verdient als diese Scheiße hier. So, Fernseher ist übrigens kaputt. Der summt rum. Das ist dann halt auch immer ätzend. Beziehungsweise, also er funktioniert halt auch nicht so, wie er soll. Die Fernbedienung ist in Arsch. Warum ist die in Arsch? Weil ich mich wegen diesen BND-Freaks in der Mühlbergstraße mit meinem Stiefvater durch die Bude geprügelt habe und die durch die Bude geflogen ist. Herr Karl, ich möchte eine neue Fernbedienung. So, hier ist auch schon geklebt. Das ist auch immer ätzend. Ne, Mr. Wauzi? Sauger ist auch kaputt. Das siehst du, ach so, das deswegen, jetzt wo ich eh alles zeige, das kommt natürlich auch noch als Belastungsfaktor oben drauf. Der Staubsauger ist in Arsch.
Das ist von meinen scheiß Großeltern, die ich nicht leiden kann, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe. Der lädt hier eigentlich den ganzen Tag. Sonst würde der nach 10 Minuten oder so ausgehen, keine Ahnung. Ist halt ein Arsch. Dann haben sie sich gedacht, ja, was machen wir jetzt damit? Sperrmüll? Hm, geht nicht, dann schenken wir es halt mal unserer bekloppten Tochter, dem bekloppten Adrian. Ja, drecksfreie Mauerfamilie. Ja. Hm. Na, ihr seht schon, es ist alles wirklich klein und verhältnismäßig. Ich bin auch groß, also diese Decke, es ist mir auch alles, also man geht hier wirklich ein. Und wie gesagt, ich habe euch hier gesagt, ne? Das ist wie mit den Bauern mit der Milch, was die kriegen. Es ist halt einfach unfair und es geht halt nicht. Während sich irgendwelche autistischen Ballonkopf-Legastheniker, die nichts können, die in ihrem Leben eigentlich wirklich nichts geschissen kriegen, die eigentlich hier in so einen Bunker gehören, und froh sein können, wenn sie hier wären. Die machen sich auf meine Kosten ein schönes Leben, während ich hier verrecken darf. Und deswegen nicht mit mir. So. Hm. Ne, hast du gehört? Psst. Gib's ein. Ist kaputt, ne? Vom Spaziergang jetzt. So. Und wie gesagt, ihr müsst auch immer denken, wir sind, also jetzt bin ich hier alleine, weil mein Stiefvater gerade weg ist, arbeiten, ne, meine Erzeugerin auch. Deswegen habe ich jetzt auch gerade Glück und deswegen kann ich das Video auch so machen jetzt hier. Ansonsten sind wir natürlich hier zu dritt. So, das heißt also die Couch. Wenn da jetzt, wenn mein Stiefvater ist und meine Mutter ruckzuck, ist das hier gefüllt. Ne? Es ist zum Kotzen. Ne? Und das ist halt auch, weil mein Stiefvater hat, ne, ich will auch gar nicht eigentlich so viel Privatleben veröffentlichen. Das ist auch ihre Schuld, Herr Karl, dass ich das überhaupt so machen muss. Ich bin eigentlich ein Datenschützer. Ich lege da eigentlich sehr viel Wert auf Privatsphäre. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja eh keine mehr. Und jetzt kommt's. Oh, ihr habt ja Terrasse. Ne? Ja, wie gesagt, stellt euch das alles nicht so toll vor. Wie gesagt, im Garten sind Ameisen, irgendwas anpflanzen, kannst du vergessen, geht alles kaputt. Das sind alles so Sachen, ey. Man kann wirklich hier nichts machen. Es ist halt alles nur Schein. Auf den ersten Blick denkt man sich so, oh, aber wenn man dann mal wirklich genauer hinschaut, stellt man fest, oh, Adrian hat ja doch recht. Wie sonst auch immer, wie seit 17 Jahren immer. Warum haben wir nicht eher auf ihn gehört? Und ihm geholfen, den Kinder-Sexhandelsring aufzudecken, endlich. So. Hm. Ne, wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist und das sammelt sich dann halt. Wie gesagt, jetzt habe ich Glück, dass keiner hier ist. Es bringt mir allerdings gar nichts, weil ich noch mit dem Arbeitsamt und das. Also ich kann jetzt hier auch im Prinzip die Stube oder ich habe jetzt also auch nichts davon, von dieser ganzen Scheiße hier. Hm. Genau. Tja, ne? So, also ich habe auch nichts von dieser Scheiße hier. Das bringt mir alles gar nichts. Ne? Das bringt mir überhaupt nichts. Es ist halt immer doof. Also wie gesagt. Also es ist auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, so, den Satz habe ich gesucht, es ist halt hier sehr eng. Drei erwachsene Personen und ein Wauzi, ein großer. Also es ist halt wirklich, in der Mühlenbergstraße war die Stube nicht doppelt so groß, die war auf jeden Fall viel größer. Also es hat sich im Prinzip, es hat sich alles verschlechtert. Wir haben zwar jetzt ein Haus Drittel, aber die Stube ist kleiner, die Küche ist kleiner, der Flur ist kleiner. Ja, klasse. Der Preis ist teurer, weil Herios ein Geizhals ist und ein Milliardär und Freimaurer. Ich versuch's mal mit Spaß und Spiel und Spaß
allen beizubringen, ne, Mr. Bautzi. Muss ich auch so einen doofen Späße reisen, weil sonst wäre ich schon längst gestorben. Und was mich an der Anfangsphase so gestört hat, vor allem diese scheiß Treppen hier. Also wie gesagt, ich habe, jetzt sieht man das, naja, oder sieht man das? Ich habe Schuhgröße 46, 47. So. Also die Treppen, das wurde mir auch schon gesagt, dass die entsprechen auch gar nicht diesen DIN-Normen, also die DEN, diesen Normen. Also ich bin hier schon mehrfach hingeflogen, wirklich. Also ich weiß nicht, für welche Untermenschen und Ballon-Hartz-Weser-Köpfe diese Treppe hier entwickelt wurde. Ja, und dieses jetzt lacht ihr euch alle und denkt sich, so schlimm ist das nicht. Kleinvieh macht Mist und wie gesagt, es geht ums Prinzip, was ich verdient hätte und was ich bekommen habe. Ja. So, da seht ihr hier auch immer noch, kannst du euch ja mal im Spiegel zeigen. Nee, nicht die. Also doch, hier, oh, guck, hier, da, guck. Da, es ist schon verblasst, aber ich habe hier auch eine scheiß Narbe. Dieser scheiß Treppe, weil ich mich hier so brutal langgelegt habe. Weil halt einfach ich so ein arischer Übermensch bin mit so arischen übermenschlichen Füßen. Und das halt alles hier für kleine Ballonkorb-Untermenschen, keine Ahnung, für irgendwelche Rentner-Ehepaare halt alles konzipiert ist. Also wie gesagt, hochgehen mit Schuhen, das geht noch, das ist kein Problem. Aber sobald es dann ans Runtergehen geht, deswegen, also ich kann die Treppe nicht so runtergehen. Ihr seht es jetzt eigentlich schon. Ups. Ihr seht es schon. Das heißt also, ich muss jedes Mal die Treppe wie so ein Bekloppter, wie so ein Behindi, so gehen. Ja? So. Also, beziehungsweise so runter halt dann. Ne? Also, und das macht halt, wie gesagt, die Treppe, die gehe ich bestimmt jeden Tag 20 Mal auf und ab mindestens. Weil ich so oft spazieren gehe und das und hier und da und dort. Mindestens 20 Mal. Jetzt rechnet mal 20 Mal jeden Tag, also 20 mal 30. Das macht einen dann auch irgendwann. Und es triggert einen halt jedes Mal, wenn man dann halt sich so denkt, und irgendwelche Ballonköpfe, die wirklich nichts können, die das hier verdient hätten, ja, die leben in irgendeiner Villa, finanziert von meinem Leid. Geht sowas oder was? Hier die Rosenbergs mit ihrem Krüppeljungen oder was? Die Bindewies-Familie? Hä? Hallo? Piept's bei euch oder was? Echt, ey. Nee, das kann ich, das sehe ich nicht ein. Es sollte umgekehrt sein. Die sollten hier leben, in dieser Drecksbude. Und ich sollte dieses scheiß Haus mit den Solarpanels für mich alleine haben, Alter. Echt, ey. Na, Herr Karl, vielleicht kann man das ja startklar machen, ja. Also. So. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Treppe runtergehe, weil ich sonst einfach mich hier hinlegen würde. Wie so ein Bekloppter, ey. Ja, und es summiert sich und diese kleinen Sachen, das kommt dann halt immer wieder hoch und dann reicht dann halt auch schon ein kleiner Funke und dann ist halt das fast wieder, so wird ein Kindesmissbrauch und Pisse trinken und Schwänze lutschen gedankt. So hast du noch mehr Schwänze lutschen, bis du dann irgendwann abnippelst. Ja, herzlichen Dank auch wirklich, Herr Bruno K. Herzlichen Dank auch. Und deswegen mache ich auch dieses Leid öffentlich, dass die Deutschen, scheiß Deutschen, mal endlich aufwachen können und mal sehen, was treibt der BND hier so, was sind das eigentlich für Loser? Für stinkende, autistische Legastheniker mit Mikropenis und Ballonkopf. Und mit was man mich auch schon für Ballonköpfen und Losern hier zusammenbringen wollte, seit 17 Jahren. Deswegen, das regt mich auch so auf. Also wir haben ja auch Menschenhandel. Also versuchter, also richtiger Menschenhandel, auch versuchter Menschenhandel, dafür steht mir auch eine Million Entschädigung zu. Und was kriege ich so einen Bunker hier? Ja. Wie gesagt, sieht alles nur auf den ersten Blick toll aus. Wenn man überlegt, dass hier auch vieles kaputt ist, der Ofen ist kaputt, kann ich auch gerne demonstrieren. Ihr seht zum Beispiel hier, nee, Moment mal, ach doch, die Leuchte ist seit neuestem auch kaputt. Ihr seht zum Beispiel jetzt hier, na gut, das könnte, also die Leuchte ist kaputt, gut, die kann man austauschen, aber die geht hier immer wieder kaputt. Unterhitze geht nicht, oder Oberhitze, also eins von beiden geht nicht. Also Ofen ist kaputt, also richtig Essen machen, Pizza dauert doppelt so lange, statt 30 Minuten statt 15, wenn man die mal machen will. Das sind so Sachen, das summiert sich. Geschirrspüler hat auch seine Macken, ist auch so ein Asbach-Uralt-Ding.
Der Bruder von meinem Stiefvater hat angeboten, so eine Art kleiner Privatkredit, der hätte uns 2000 Euro gegeben. Wir hätten das an ihn zurückzahlen können, hätte sich meine Erzeugerin eine schöne Küche holen können. Was macht sie? Holt sich irgendein scheiß gebrauchtes, abgenudeltes, 50 Jahre altes Drecksding von irgendwelchen dubiosen Leuten, weiß ich nicht. Mikrowelle ist sowieso ein Arsch. Hier, guckt euch das an, hier, das fällt schon alles ab hier. Das ist, na gut, das ist eine Verkleidung, aber trotzdem. Ne? Ich werde das Video auch sicher halt nochmal aus BitChute hochladen. YouTube wird da wahrscheinlich wieder, weiß nicht, wie lange das da online bleibt. Ich wollte es auf jeden Fall mal mir von der Seele reden, weil es mich halt belastet und mich sauer macht. Ich habe in dem Sinne Schwerstarbeit geleistet. Ich arbeite 80 Jahre lang. Ich arbeite seit 21 Jahren, seit meiner Geburt, arbeite ich 24/7. Geistig, seelisch, Kindesmissbrauch, elektromagnetische Folter. Ich arbeite quasi 24/7 durch, seit 21 Jahren. Rechnet doch mal, 21 Jahre, 24/7, wie viele Arbeitsjahre sind das? Über 80 Arbeitsjahre. Wer arbeitet denn 80 Jahre? Und krieg ich Rente? Nö. Ich darf mich jetzt mit einem scheiß Jobcenter rumschlagen. Ich darf mich jetzt mit dem scheiß Jobcenter rum. Deswegen, ich bin so sauer, deswegen mache ich es auch alles. Und darf jetzt auch noch um Hartz IV betteln. Herzlichen Dank, Herr Karl, echt. Na und auch Dank an meinen scheiß Großvater Tino Lachstetter, Freimaurer höchstwahrscheinlich, aber ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall Satanist und Kinderficker. Deswegen habe ich auch mit der Scheiße nichts zu tun. Ich habe gesehen, wo hat es mit mir hier geendet. Also ich hab bestimmt keine Kinder und füge denen irgendwie Leid zu. Kann ich auch nicht, ich weiß selber, wie schlimm es für mich war. Und deswegen so. Wir brauchen auch gar nicht zu diskutieren. Wie gesagt, Prinzip, es geht ums Prinzip. Ne, was habe ich geleistet, was habe ich bekommen? Ne. Und das sehe ich nicht ein. So, in so einem Bunker kann ich nicht glücklich werden. Dann bin ich ja auch nicht mal hier alleine. Wie gesagt, und dann kommt dazu, ich bin sowieso erstens mal ein freiheitsliebender Mensch. Und ich war schon immer so einer, ich brauche meinen Platz. Man möchte sich doch auch entfalten. Wir sind doch nicht in China hier, in Shanghai. Dass die Leute irgendwie so einen kleinen Scheiß, so ein scheiß Bunker, dass wir mit 20 Leuten rumliegen müssen. Wir sind doch hier in Europa, wir haben doch hier zivilisierte Standards. Wir sind auch nicht in Afrika. Was soll denn das, ey? Oh, also, ich brauche schon ein Haus für mich alleine, wo ich mich entfalten kann. Und mich erholen kann, vor allen Dingen. Das steht mir auch zu. Wie gesagt, ich brauche keine Villa. Ich, wie diese Tunte Jens Spahn, diese Freimaurer-Schwuchtel mit seinem Loverboy da. Ne? Seinem. Das brauche ich auch nicht. Aber mindestens das könnte man mir nach all diesem Leid, hätte man mir das mal irgendwie ermöglichen können. Ne? So. Ach ja, was ist denn sonst noch? Die Dusche. Badewanne haben wir gar nicht mehr. Die Dusche funktioniert nur von, ja, von im Prinzip, also wenn man richtig heiß duschen will, hier guckt auf die Uhr, von 1 bis 3. Von 1 Uhr nachmittags, ja, quasi bis 19 Uhr, so ungefähr. So, also auf jeden Fall morgens, also wenn ich jetzt morgens aufstehe, 6 Uhr, oder sage ich mir, gut, ich stehe nicht so früh auf, aber richtig heiß duschen, und mit heiß meine ich auch heiß, ich dusche gerne heiß, weil ich möchte auch, ich habe lange Haare, weil ich ein Hippie bin, so, die müssen gepflegt werden. Also, warmes Wasser kriege ich nur nachmittags hier. Bei mir ist das zumindest so. Es kann auch sein, dass man mit diesen Waffen, elektromagnetischen Waffen, die Dusche so bestrahlt oder so, dass ich da halt nur kaltes Wasser kriege. Das kann auch sein. Auf jeden Fall, für mich funktioniert es halt nur nachmittags. Geht mir auch schon mal gegen Strich, weil ich ein nachtaktiver Mensch bin, normalerweise. Und dann halt in der Mühlenbergstraße, da hat man mir das auch noch gelassen, immer nachts gebadet, nachts geduscht, nachts das. Nachts da. Ich bin so ein Nachtwurschler. Auch nachts. Ich habe nachts immer aufgeräumt. Aschenbecher, alles entleert. Und so eine Sachen immer. Ne? Also das ist halt scheiße. Wenn man dann halt quasi gezwungen wird, gegen seinen Willen quasi einen anderen Lebensstil zu adaptieren.
Also Fakt ist, ich kann hier so nicht leben. Punkt. Gut, deswegen, also es ist natürlich jetzt in Arbeit, beziehungsweise will ich zu viel sagen, vielleicht wird mir das auch gar nicht genehmigt, das Hartz IV, das kann natürlich auch sein, wenn der Bruno Karl jetzt scheiße ist, sag ich mal, was er sowieso ist. Ja, und selbst wenn es genehmigt wird, ist es natürlich auch wieder ein Leben in Elend und Leid. Also, der Dank für Kindesmissbrauch, wir fassen zusammen, für Kindesmissbrauch und Schwänzelutschen ist. Hartz IV. Wie gesagt, ich sag's nochmal, werden sich irgendwelche legasthenischen Bollerköppe beim BND ich weiß nicht genau, wie viel die kriegen, aber die kriegen auf jeden Fall schon, je nachdem wie hoch sie sind und was die halt machen, sich ein schönes Leben von mir machen und 10.000 Euro im Monat abkassieren. Sag mal, hallo, wo leben wir denn hier? Also beziehungsweise sie kriegen natürlich ihren, naja, wie gesagt, Dr. Catherine Horton hat es aufgeklärt in dem Video internationale Staatskriminalität, was ich auch nochmal in den Kommentaren und unten in der Beschreibung verlinken werde. Ja, sich ein schönes Leben machen. Die kriegen Steuerermäßigung und all den ganzen Scheiß und leben auf solchen Leuten. Deswegen mache ich es ja auch alles öffentlich, weil es mich anwidert und das ist krank. Es sollte umgekehrt sein. Diese autistischen Bollerköppe sollten hier eingesperrt sein, ich sollte da sein und ich sollte an denen verdienen und nicht umgekehrt, weil ich bin der kluge, arische, empathische Übermensch mit einem 100 Meter Jugoschwanz. Ja, Herr Karl, so. Ihr solltet alle vor mir niederknien und mir die Füße und den Schwanz küssen und nicht umgekehrt. Bei euch piept's wohl. Ehrlich. So. Dass das hier mal geklärt ist. Siehst du, und dann die Psychiatrie-Geschichte. Haben wir ja auch, ich war da, wie gesagt, das ist mir auch egal, und wenn 90% der Leute, ich bin so einer, mit mir hat man das nicht zu machen. Ich bin so ein ganz starker Gerechtigkeitsmensch, ey. Wenn sie 90% der Leute einsperren, Fakt ist, mich haben sie nicht einzusperren, dafür allein könnte ich auch 1 Million Entschädigung schon verlangen. Und wie gesagt, was kriege ich hier? Diese scheiß Drecksbude, die ich mir dann auch noch mit einer narzisstischen Erzeugerin erteilen darf, was, keine Ahnung, was Tino Lachstätter da gezeugt hat, für einen Haufen Abfall, weiß ich nicht. Ja, meine Großmutter, die Verlogene, ist auch eine Verlogene. Deswegen weiß ich auch nicht, was ich da glauben soll. Keiner von der Lachstädter Familie hat Kontakt übrigens noch zu meinen Großeltern, weil die das alle wissen. Auf jeden Fall, ja, meine Großmutter hat auch keine Zähne mehr in der Schnauze und nix, trinkt nur ihre Bio-Biro und ihre Vanille-Cola. So. Ja. Weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ne? Aha. Habe ich auch schon seit über 2 Jahren, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Will ich auch nicht, interessiert mich auch nicht, was die fabrizieren da für eine Scheiße. Aber auf jeden Fall, ich habe auch schon mal mit ihr gesprochen gehabt und die hat auch gemeint, dass meine Mutter war wohl auch gar nicht geplant, die war wohl auch verunfallt und das sollte auch gar nicht so passieren. Und, ja, toll, Tino, dank deinem Unfall damals ist hier so ein Riesenunfall draus geworden. Ne? Hast du schön gemacht. Machst auch nur Scheiße. Dank deinem Scheißunfall ist hier so ein Riesenunfall. Ja, klasse. Echt. Hätte alles nicht sein sollen. Ich wäre auch froh, wenn ich nicht am Leben wäre. Ganz ehrlich, weil das ist kein Leben. Ne, ich weiß, mir fallen da echt keine Worte mehr zu ein. Warum ist das Ganze möglich? Weil ihr scheiß Deutschen alle nicht euren scheiß Finger aus den Arsch zieht, weil ihr lieber irgendwie RTL guckt, ist ja auch kein Problem, ich gucke ja auch RTL. Aber man muss halt auch was machen. Ich mache zum Beispiel diese Videos, den Aktivismus, Flyer verteilen und das. Und jetzt ist wirklich höchste Eisenbahn. Wie gesagt, bald, ich sag euch eins, auch an euch Niedrigrangfreimaurer, ihr seid auch nur Werkzeuge, ihr werdet genauso benutzt. Bis 2030 wird jeder hier alles verlieren. Ich sag euch jetzt die Insiderplanung. Bis 2030 wird jeder alles hier verlieren.
Das heißt also auch, ja, Leute, die zum Beispiel jetzt einen Dönerladen oder einen Kiosk oder irgendwas besitzen, bis 2030 wird das alles vernichtet werden. Ihr werdet alle nichts mehr besitzen, gar nichts mehr. Nichts mehr, das ist so geplant. Das ist ja diese Agenda 21 NWO-Scheiße. Die Autoschlüssel könnt ihr auch schon mal abgeben. Die könnt ihr im Prinzip schon mal in einen Brief Briefumschlag packen und an den Präsidenten schicken oder an die Kanzlerin, weil da macht jetzt die gesteuerte, von George Soros bezahlte Extinction Rebellion Stress. Jeder, der ein Auto fährt, ist ein scheiß Nazi für den Klimawandel, den es gar nicht gibt. So, das wird so kommen, dass dann jetzt, man versucht ja schon mit diesen E-Autos und diesen ganzen Scheiß, und wenn ihr wisst, wie das produziert wird, alles interessiert auch keinen. Auf jeden Fall, ja, Autofahren wird dann wie in Nordkorea oder so Elite-only sein bald. Ab 2030, das ist auch geplant. Also im Prinzip, ihr könnt euch eigentlich schon mal von eurem Leben verabschieden, ne, wenn ihr jetzt nicht hochkommt. Deswegen, ich verstehe das gar nicht, wie man jetzt auch für die Polizei arbeiten kann, als Richter arbeiten kann. Also im Prinzip ist das eigentlich Selbstmord, was ihr da alle macht, ne? Ihr ganzen Richter, ihr ganzen Polizisten, ihr ganzen Psychiater. Ihr werdet alles verlieren, genauso wie ich, und ihr werdet dann noch schlimmer enden wie ich. Das ist aber den meisten noch gar nicht klar. Wie gesagt, es wird hier gearbeitet. Eine Welt, eine Weltwährung, Bitcoin, bargeldloses Bezahlen mit RFID-Chip oder halt nur noch mit dieser Corona-Impfung. Man kommt ja jetzt schon kaum noch rein, bald wirst du nur mit der Impfung reinkommen. Dann können sich Leute wie ich, so arische Übermenschen, so Empathen, die können sich dann alles bei Amazon bestellen und das kostet dann auch doppelt und dreifach. Und irgendwann wird auch Amazon sagen, ja, aber wisst ihr was? Wir liefern nicht mehr aus an Leute, die nicht geimpft sind, weil wir wollen ja unsere Lieferanten kein Risiko aussetzen oder was. Ja, also wie gesagt, jetzt Finger aus den Arsch, ne? Also ich glaube, die Leute haben alle noch nicht verstanden, worum es hier geht eigentlich irgendwie. Die Leute haben es echt nicht gecheckt. Ne? Ach Mann, hoffentlich raffen es die Deutschen dieses Mal, bevor es zu spät ist. Wir sind schon wieder bei einem 1933 angelangt hier. Es hat bloß keiner gepeilt. Und dieses Mal, dieses 1933 ist gegen das 1933 damals gar nichts. Eine Weltwährung, 500 Millionen Leute. Alle gechippt gehören gechippt. Denkt übrigens an alles, was ich bis jetzt gesagt habe in meinen Videos, ist immer wahr geworden. Meine Prognose mit dem Ethereum, nicht Ethereum, mit Cardano, ADA Cardano, dass das steigen wird. Denkt dran. Warum ist das wahr geworden? Weil ich die Insiderpläne der Freimaurer kenne, weil man mich mit ganz oben einsetzen wollte, beziehungsweise ob das stimmt, weiß ich auch nicht, weil man mich auch so betrogen und belogen hat, und deswegen mit Leuten, die mich betrügen, belügen, kann ich mich auch gar nicht einlassen. Das sind alles Verbrecher, Kriminelle, diese ganzen Freimaurer. So viel mal dazu, also das habe ich alles ausgeschlagen. Ich brauche das nicht. Ja, mein Job wäre hier dann gewesen, mit Unterstützung, das wäre dann auch so 2030, sollte das wohl losgehen hier. Ich hätte mit Unterstützung des Irans und 500 Millionen Euro die ganzen Leute dann einsammeln können und mit dem ganzen angezüchteten, antrainierten künstlichen Hass als zweiter Hitler und wieder unterstützt von der Rosenberg-Familie die ganzen Leute einsammeln können, die dann alle nichts mehr haben, kein Geld mehr haben. Und die dann halt, ja, ganz billig abspeisen können. So, was kriegen die Hisbollah-Soldaten da unten? Ich glaube so 800 Euro oder so. Genau. Und hätte dann hier nochmal richtig wüten können in Deutschland. Aber ich habe mir gesagt, ist da was, so was Bescheuertes. Also wir müssen dieses System anders stoppen. Mit Klassenklagen, mit Bruno Kahl hinrichten.
Das ist die Lösung, das System zu stoppen, Mann. Nicht so eine Scheiße. Und vor allem, das ist alles nicht wert. Ich hätte lieber die normale Kindheit gehabt, ohne Kindersexhandel, ohne Missbrauch, ohne Trauma, ohne Programmierung, mit Freunden, mit Liebe, mit einer Erzeugerin, die, mit einer Mutter, die einen liebt, ja. Die nicht irgendeine kranke Scheiße und irgendeine Traumascheiße abzieht. Ne? Das hätte ich lieber gehabt. Deswegen, das andere hat auch von dieser Welt keinen Wert. Also die Welt ist doch sowieso schon kaputt. Ich hätte lieber die schöne Kindheit gehabt. Weil alles andere hat doch keinen Wert. Deswegen, also die Freimaurer sind auch so bescheuert und materialistisch, also ganz ehrlich. Was ist denn das? Ja, hallo? Kann mir das mal einer sagen? Ey. Mich würde mal interessieren, ob man das Ohrengeticke hört, ob das Mikrofon so gut ist und das aufnimmt. Und wenn ja, ob man auch das Geticke von beiden Uhren hört. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer das bis hierhin angeguckt hat, das Video. Schreibt mal rein, ja, man gehört das oder man hört das nicht. Naja. Tick, tack, tick, tack, ja. Deine Uhr läuft auch, ihre Uhr läuft auch, Herr Karl, ne? Ja, klasse. Nee, man muss auch bedenken. Was mir jetzt auch so einfällt, normal wäre ich ja überhaupt gar nicht hier gelandet. In dieser Bude. In diesen bekloppten Nachbarn hier. Siehst du, das ist auch ein Belastungsfaktor alles hier, ey. Man muss ja erstmal sich, oh, diese, ne? Siehst du, das ist auch so eine Sache. Da würde ich mich momentan am meisten freuen. Ich scheiß auf 500 Millionen Euro vom Iran. Ganz ehrlich, ich möchte, dass diese Warze permanent verschwindet. Wenn es da irgendwie ein modernes Militärheilungsmittel gibt, dann sofort her damit. Scheiß auf das Geld vom Iran. Scheiß auf diesen Ayatollah da. Der kann mich mal. Ich will nichts, das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Da würde ich mich am meisten drüber freuen, du. Guckt euch das an. Ist das krank oder was, ey? Aber das ist, irritiert mich richtig. Bloß aufkratzen kannst du es nicht. Ich habe oben so ein Skalpell. Dann verteilt sich das noch mehr. Ja, diese andere Scheiße bringt auch nichts. Ich muss also wieder zu Dr. Blume die nächste Zeit. Der muss das wieder auskratzen. Dann kommt es wieder. Und dann kann ich wieder dann so... Ne? Oh. Siehst du, also scheiß doch auf das Geld der Welt, ey, scheiß auf alles. Ich will, dass die Warze weg ist. Ich muss kein Präsident sein oder irgendwas anderes. Das belastet mich momentan am meisten, vor allem, wie gesagt, an der Hand. Ey, damit wäscht man ab oder damit wäscht man sich die Hände, damit wäscht man sich das Gesicht. Das ist so ätzend, hätte nicht irgendwie am Fuß sein können oder so. Na, wobei, das ist auch scheiße, irgendwo, wo du sie nicht siehst, ey. Mann. Miep, miep, miep. Ne? Ja.
Tränen lügen nicht. Tränen lügen nicht. Tja. So, das sind Sachen, die mich interessieren. Warzenheilung, Körperheilung mit moderner Militärtechnologie, also Geld schon, ja, weil mir steht auch eine Entschädigung zu. Und die nächsten Jahre werde ich auch durch diese elektromagnetische Folter, ja, die Schulter wird mir genauso kaputt gemacht wie die von Dr. Millicent Black, aber erstmal nicht in der Lage sein zu arbeiten. Und deswegen, was auch ein Belastungsfaktor ist, weil ich arbeiten will. Also ich will eigentlich auch niemanden irgendwie auf der Tasche hängen. Und ich würde auch übrigens Brief und Siegel früher oder später auch mit einer Million Entschädigung auch irgendwann wieder anfangen zu arbeiten. Weil mir das irgendwann auch zu langweilig werden würde wahrscheinlich. Aber trotzdem, ich brauche erstmal Erholung und das steht mir auch zu und da brauchen wir auch nichts zu diskutieren. Ne? Naja. So, ich darf mich jetzt hier weiter hinrichten lassen auf jeden Fall. Ja, ich werde schon gerade wieder außer Gefecht gesetzt mit Mind Control und Voice to Skull und elektromagnetischer Stimulation durch die Geheimdienste und Mind Control. Deswegen war ich gerade kurz weg. So wie die ganze Zeit auch schon. Ja, es ist grausam, es ist krank alles. Wie gesagt, Dr. Catherine Horton, Brian Tew, ich werde euch mal Dr. Catherine Horton verlinken. Internationale Staatskriminalität, dieses Video mit jedem Teil, also dieses und auch die internationale Staatskriminalität. Das ist das wichtigste Video auf der ganzen Welt. Internationale Staatskriminalität von Dr. Catherine Horton, Stop 007. Dann noch Projekt Monarch und dann noch die Polizei, die nichts macht. Genau. Und dann haben wir eigentlich auch schon alle Puzzleteile zusammen. Puzzleteile. Puzzle. Puzzle. Ich mag keine Puzzle. Ich hasse Puzzle. Ich hab Puzzle Schrimmergast. Was für alte Leute im Altersheim, ey. I hate puzzles. Er hat wieder den Faden verloren.
Ja, ich werde wieder mit Mind Control außer Gefecht gesetzt, ja. Diese sexuelle Stimulation und diesem. Es ist fürchterlich, ey. Ich glaube, ich stehe gleich mal auf, aber ich muss mal sitzen, ey. Naja, geht mir das auf den Sack. Nee, das ist eine Scheiße. So, die Links findet ihr dann in der Beschreibung. Einmal die Polizei, die nichts macht, Projekt Monarch und die Katrin. Guckt euch die Katrin an, Catherine Horton, internationale Staatskriminalität. Bitte, 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 danke. Und im Prinzip, die Polizisten sind genauso dumm, weil die nicht verstehen, dass mein Fall auch ihr Fall ist. Weil die werden genauso irgendwann unter den Bus geschmissen. Und dann hätten sie sich gedacht, scheiße, meinten wir mal dem Adrian geholfen. Jetzt liegt der unter der Erde. Familie Rosenberg, Binnewies, Römermann, Baye, Reichelt, Freimaurerkriminalkartell hat gewonnen. Jetzt kann uns keiner mehr helfen. Er hätte sie alle zu Fall bringen können, wenn man ihm mal geglaubt und geholfen hätte. Ja, wobei, es geht nicht um Glauben, es ist die Wahrheit. Es geht jetzt darum, unterstützt man jetzt entweder mich oder das Freimaurerkriminalkartell hier in Einbeck? Das ist jetzt die Frage. Oder generell das Freimaurer. Es geht jetzt nur noch darum, Kartell oder nicht Kartell, Freimaurer oder nicht Freimaurer, Geheimdienst oder nicht Geheimdienst, Kinderficker oder nicht Kinderficker, Satanist oder kein Satanist, hinter Adrian oder gegen Adrian. Nur diese Option gibt's jetzt. Mit mir oder gegen mich, mit mir oder gegen mich, mit mir oder gegen mich. Entscheidet euch jetzt. Mit mir oder gegen mich, mit mir oder gegen mich. Mit mir oder gegen mich? Ja. Entscheidet euch wirklich mal jetzt. An alle meine Zuschauer hier. Ich überlege, ob ich das Video jetzt schon hochlade. Oder ob ich erstmal warte. Die Steckdosen fallen hier auch schon raus, irgendwie, keine Ahnung. Bei mir oben ist das ganz schlimm, da musste ich das dann nochmal festziehen. Also, und da ist das auch so richtig, also es ist richtig billig gemacht von irgendwelchen Polacken und Tschechen und weiß ich nicht. Da ist hier oben so halt alles kaputt und das ist gar nicht richtig und, ach, vergiss es doch alles, ey. Ah. Während Hireus sich in seinen 20 Milliarden nach links und rechts holt, so wie Dagobert Duck. Ne? Ja, weiß ich nicht. Also wenigstens die Steckdosen hätte man mal bei mir vernünftig machen können. Ne? Habe ich ja schon mal in meiner Video gezeigt. Wenigstens die Steckdosen, Hireus. Ich bin Gamer, ich brauche das. Das ist wichtig. Ne? Strom ist das Herzblut eines jeden Gamers. Na, ohne Strom würde der PC überhaupt nicht laufen und der Monitor, ja. Hallo. Auch wenn es nur Heroes and Generals ist und Hearts of Iron und Crusader Kings 2 ist ja kostenlos jetzt auf Steam und Strategie, aber trotzdem. Ne? Und Enlisted und Tropico habe ich gespielt. Allerdings ist das auch so ein Satanisten-Freimaurer-Firma. Und die hängen sogar auch mit den Rosenbergs zusammen. Und deswegen habe ich auch eine schlechte Bewertung auf Steam abgegeben. Wobei das Spiel eigentlich, das Spielkonzept schon toll ist. Aber ich mag auch die Entwickler nicht. Und das neue Entwicklerstudio von Tropico 6, das gefällt mir gar nicht. Das ist alles so kalt und herzlos und die, ich mag die nicht. So, das sind keine Entwickler, die ich da.